Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Online-Salon Chance der Digitalisierung für eine nachhaltige Landwirtschaft. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich dabei sind, mitzudiskutieren an einem spannenden Thema, was uns in den nächsten Jahren sehr intensiv beschäftigen wird. Als Stiftung sind wir überzeugt, die Digitalisierung ist ein mächtiges Werkzeug und auch ein Chancentreiber, um im Klima, Umwelt und Artenschutz entscheidend voranzukommen. Wir sehen aber gleichzeitig, dass die Digitalisierung dabei selbst auch grüner werden muss. Also auch hier die Frage Ressourceneffizienz, die Frage Energieeffizienz uns vor Herausforderungen stellt. Denn ohne eine Veränderung bedeutet auch Digitalisierung ein deutliches Mehr an Energie- und Rohstoffverbrauch. Also hier beispielsweise auch Fragen, die wir gemeinsam mit Ihnen angehen wollen. Denn wir wollen nicht, dass die Digitalisierung ein Brandbeschleuniger von Wachstumsmustern wird, die die planetaren Leitplanken durchbrechen, so wie es der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderung in seinem Hauptgutachten formuliert hat. Es geht also darum, Digitalisierung eine Richtung zu geben. Und vor dem Hintergrund haben das Bundesumweltministerium und wir eine Gesprächsreihe ins Leben gerufen, um Fragen der Digitalisierung für die Umweltpolitik im zivilgesellschaftlichen Diskurs voranzubringen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mit dem digitalen Salon den Startschuss für diese Reihe geben. Die nächste Folie bitte. Wir als Stiftung sind ja seit 30 Jahren unterwegs, um innovative und modellhafte Vorhaben zum Schutz der Umwelt in den Bereichen Umwelttechnik, Umweltforschung, Umweltbildung und im Kulturgüterschutz voranzubringen. Wir setzen da unseren Schwerpunkt auf einen ganz direkten Praxisbezug und haben ein besonderes Augenmerk auf die Förderung von Projekten der mittelständischen Wirtschaft. Nächste Folie bitte. Wir diskutieren die Situation in einer sehr ernsthaften Situation. Das, was Sie jetzt vor sich sehen, ist weder die Corona-Karte des RKI, noch sind es die amerikanischen Bundesstaaten nach Rot und Blau, sondern das ist eine Karte aus dem Dürremonitoring der Kolleginnen und Kollegen vom UFZ, das sehr deutlich macht, wir sind mittendrin in der Klimakrise. Wir haben eine ganz große Herausforderung mit dem dritten Dürrejahr in Folge. Und es hat natürlich ganz entscheidende Herausforderungen für die Landwirtschaft. Wir sehen es sehr genau schon in der Forstwirtschaft. Wir sehen es in unseren Wäldern, aber wir sehen auch eine große Herausforderung in der Frage Wasserverfügbarkeit in immer größeren Teilen der Bundesrepublik. Und insofern ist die Frage Landwirtschaft, glaube ich, ein spannendes Thema, weil sie einerseits in Mitleidenschaft gezogen wird von Herausforderungen des Klimawandels. Gleichzeitig trägt die Erzeugung von Nahrungsmitteln auch bei zum Klimawandel. Insofern, glaube ich, haben wir hier ganz spannende Diskussionen. Aber wir haben vor allem einen großen Handlungsdruck, einen Handlungsdruck in den Betrieben. Und uns geht es darum, als Stiftung hier gemeinsam mit der Landwirtschaft, gemeinsam mit dem Natur- und Klimaschutz die Wege zu finden, wie wir erfolgreiches Wirtschaften mit den großen Herausforderungen der Lösung der großen Umweltkrisen, der Klimakrise, aber auch dem Verlust an Biodiversität produktiv zueinander bringen. Wir verstehen uns da als ein Brückenbauer und als jemand, der hilft, Lösungen mit anzuschieben und mit Innovation und einer Vielfalt an Akteuren an einem Tisch an Lösungen zu arbeiten. Die nächste Folie bitte. Der digitale Fortschritt ist in der Landwirtschaft ja schon lange auch angekommen. Aber wir glauben, dass wir auch hier der Digitalisierung jetzt eine nachhaltige Richtung geben müssen. Es gibt viele Chancen im Einsatz von kostbaren Ressourcen wie Wasser, wo Digitalisierung zur Reduktion beitragen kann. Wir sehen viele Chancen über Digitalisierung, den Einsatz von umweltbelasteten Stoffen zu ersetzen oder wenigstens zu mindern. Also die Frage Effizienz durch Digitalisierung. Wir sind überzeugt, hier gibt es viele spannende Ansätze. Gleichzeitig aber auch Diskussionen, die wir führen müssen, denn ein Fokus, der alleine auf Produktivitätssteigerung und Effizienz legt, hat auch
Nachteile, wir sind überzeugt, es muss Hand in Hand gehen von Ökonomie und Ökologie, auch die Fragestellung, wie wir kleine Betriebe mitnehmen, all das sind Fragen, wo wir glauben, es lohnt die Anstrengung, hier gemeinsam nach innovativen Lösungen zu suchen. Die nächste Folie bitte. Wir werden im Laufe der heutigen Veranstaltung auch eine ganze Reihe von Beispielen mit aufführen aus der Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Sie werden heute Mittag 2 Beispiele kennenlernen, Apps, Fragen von 3D-Modellierung mit Satellitendaten bis hin zu Fragestellungen wie können wir eigentlich Lasertechnologie einsetzen in der Unkrautbekämpfung. Also ich glaube, wir haben hier eine ganze Menge spannende technologische Themen, aber vor allem auch spannende Zeit für Diskussionen, für interessante Impulse, Projekte rund um die Frage, wie können wir Digitalisierung und Landwirtschaft nachhaltig gemeinsam voranbringen. Insofern freue ich mich, dass wir dafür spannende Gäste haben. Gebe jetzt weiter an unsere Kuratoriumsvorsitzende, die als parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium hier die umweltpolitische Digitalagenda des Bundes hier einführen wird. Rita Schwarzenegger-Sutter, herzlich willkommen und Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Generalsekretär, lieber Alex Bonde, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass sich die DBU dem spannenden Thema der Chancen der Digitalisierung für eine nachhaltige Landwirtschaft widmet. Denn sowohl Digitalisierung als auch zukunftsfähige Landwirtschaft sind zentrale Handlungsfelder des BMU. Wir im Bundesumweltministerium haben das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit in dieser Legislatur verstärkt in den Blick genommen und im März dieses Jahres unsere umweltpolitische Digitalagenda veröffentlicht. Nun im zweiten Halbjahr befindet sich das Thema auf der Agenda der EU-Ratspräsidentschaft. Der European Green Deal und auch die Digitalisierung sind Prioritäten der EU-Kommission und werden auch in den kommenden Jahren sowohl umweltpolitische als auch digitale Themen sicherlich im Mittelpunkt stehen. Was hat es mit unserer umweltpolitischen Digitalagenda auf sich? Die umweltpolitische Digitalagenda lässt sich in 2 Grundgedanken zusammenfassen. Erstens muss die Digitalisierung selbst in umweltgerechte Bahnen gelenkt werden. Herr Bondi hat gerade gesagt, sie darf nicht zum Brandbeschleuniger werden. Ich will das nochmal deutlich machen, nämlich digitale Technologien und auch Geschäftsmodelle hinterlassen natürlich auch einen beachtlichen ökologischen Fußabdruck. Und die digitale Infrastruktur verbraucht Rohstoffe, Energie entlang der globalen Wertschöpfungskette. Software, Rechenzentren und Endgeräte müssen also entsprechend effizienter werden und die Stoffkreisläufe müssen geschlossen werden. Der zweite Punkt ist, wir müssen die Chancen der Digitalisierung auch nutzen, um beim Umweltschutz in der Mobilität, der Industrie und vor allem natürlich auch bei dem Thema, wo wir heute sind, bei der Landwirtschaft voranzukommen. Ich bin überzeugt, digitale Technologien sind richtig eingesetzt, unverzichtbar, um den Klimawandel einzudämmen, den Verlust der biologischen Vielfalt zu stoppen und auch Ressourcen zu schonen. Sie können für mehr Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit sorgen, aber auch für mehr soziale Gerechtigkeit und natürlich auch für eine intakte Umwelt. Für die Transformation brauchen wir allerdings Leitplanken und einen politischen Rahmen. Und darum geht es auch in der Digitalagenda, die Umwelt- und Digitalpolitik so konkret miteinander verbindet. Welche Chancen sieht diese umweltpolitische Digitalagenda jetzt für die Landwirtschaft? Und bei der Digitalisierung in der Landwirtschaft wird zuerst immer erstmal an den sparsamen Einsatz von Dünge und Pflanzenschutzmitteln gedacht und diese auch genannt. Das ist richtig und wichtig, aber das ist nur ein Aspekt. Wir wollen die Fortschritte durch die Digitalisierung in der Landwirtschaft keinesfalls nur darauf beschränken, sondern vielmehr auch darauf gucken, wie kann man die Anbautechnik und die Erzeugung von öffentlichen Gütern
verbessern, voranbringen. Bei den öffentlichen Gütern möchte ich sie einfach nochmal nennen, also biologische Vielfalt, Integration von vielfältigen Landschaftselementen und natürlich deren Vernetzung. Und damit der Landwirtschaft 4.0 den Umwelt- und Natur- und Klimaschutz fördert, muss sie also aktiv im Dienst der Nachhaltigkeit stehen. Eine große Rolle spielen dabei natürlich der Zugang zu Daten und die Vernetzung in Plattformen, auf denen ja Betriebsdaten, Umweltdaten und Daten privater Akteurinnen und Akteure zusammenfließen. Sie sind einerseits die Drehscheibe für die digitale Kooperation und Steuerung der Flächenbewirtschaftung. Andererseits können Sie zu neuen Abhängigkeiten und zu Intensivierung der Landwirtschaft führen. Also die Frage, wem gehören die Daten und wie werden sie denn genutzt? Und wenn sie in erster Linie auf die Steigerung natürlich nur des Ertrages ausgelegt sind. Also die Chancen und die Risiken müssen daher auch hier genau abgewogen werden. Wie lassen sich aber die Chancen jetzt auch noch mal konkret nutzen? Und ich will da zwei Beispiele nennen. Das Bundesumweltministerium hat ein Projekt gefördert, das nennt sich Gisela. Dieses Gisela-Projekt baut auf einer Geobox-Anwendung des Landes Rheinland-Pfalz zur Bereitstellung allgemein verfügbarer Daten. Und wir wollen die Geobox-Infrastruktur mit Blick auf die Potenziale der Nutzung und des automatisierten Austauschs von Daten der Umwelt- und Naturschutzverwaltung sowie des maschinellen Lernens weiterentwickeln. Das zweite Projekt, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist das vom BMU geförderte Leuchtturmprojekt Cognitive Weeding. Also wie sich künstliche Intelligenz für die Landwirtschaft nutzbar machen lässt, mit verschiedenen sensortechnischen Systemen und KI-Unterstützung soll Unkraut auf Feldern möglichst ökologisch und trotzdem ökonomisch bekämpft werden, indem bestimmte Beikräuter einfach stehen gelassen werden. Hier wird also auch eine Weiterentwicklung bestehender Systeme, also um das konkret zu machen, selektive Spritzen, reingeführtes Hacken, Datenerfassung von Beikräutern genutzt werden und um die biologische Vielfalt in der Landwirtschaft zu steigern und so auch einen Beitrag zur Reduzierung aktueller Konflikte zwischen Ackerbau und Umweltschutz geleistet werden. Ja, und allerdings dürfen uns die Chancen der Digitalisierung nicht davon abhalten, auch die tiefgreifenden strukturellen Probleme in der Landwirtschaft zu erkennen und anzugehen, die wir nicht mit Digitalisierung in den Griff bekommen. Das heißt zum Beispiel für eine flächengebundene Tierhaltung durch die Düngung und Gewässerschutz in die Balance gebracht werden oder eine gerechtere und gezieltere Verteilung der Subventionen der EU-Agrarpolitik. Da brauchen wir nicht neue Digitalisierungstechniken, sondern da brauchen wir den politischen Willen, auch diese Probleme anzugehen. Und diese beiden Themen sind ja hochaktuell, wie gerade in diesem Jahr die Verurteilung Deutschlands durch den Europäischen Gerichtshof erfolgt ist und wir das Düngerecht novelliert haben oder jetzt die Diskussion zur nationalen Umsetzung der aktuellen EU-Beschlüsse zur GAP. Auch hier hat sich BMU für eine zukunftsfähige Landwirtschaft eingesetzt und wir werden das auch weiterhin tun. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wie geht es jetzt also weiter mit der umweltpolitischen Agenda? Eine umweltgerechte Digitalpolitik lässt sich am besten auf europäischer Ebene organisieren und deswegen haben wir auch im Rahmen unserer EU-Ratspräsidentschaft die Verknüpfung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit vorangetrieben und haben das zum ersten Mal auch auf die Agenda des EU-Umweltministerrats gesetzt und diskutiert. Die EU kann nämlich Standards für eine nachhaltige Digitalisierung setzen, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Fortschritt vereinen. Und unser Ziel muss sein, die EU zur Vorreiterin für eine nachhaltige und demokratische Digitalisierung zu machen. Eine Digitalisierung, die sowohl Mensch als auch Umwelt gleichermaßen nutzt.
Das heißt, wir sehen also, die Digitalisierung der Landwirtschaft macht zwar große Fortschritte, darf sich aber auch nicht einseitig darauf ausrichten, den Ertrag alleine zu erhöhen, sondern es muss eine integrierte Digitalisierung sein. Das heißt, auch biologische Vielfalt, Klimaschutz muss mit integriert sein. Das heißt, wir brauchen Umdenken und die Nachhaltigkeit im Prinzip auch bei der Digitalisierung umzusetzen und es ins Zentrum rücken. Klar heißt es, Umwelt muss in die Algorithmen. Und so bin ich auch heute gespannt auf die Innovationen, die Ideen, die heute im DBU Digital Online Salon präsentiert werden und wünsche mir heute Nachmittag interessante Beiträge und vielleicht den einen oder anderen auch wirklich innovativen Erkenntnisgewinn. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Schwarz-Hülle-Sutter, für den Beitrag und den Überblick über die umweltpolitische Digitalagenda. Sie haben einige spannende Stichworte genannt, die wir gerne auch heute in der Veranstaltung aufgreifen. Ich würde gerne noch mal dazu anregen, Frau Schwarz-Hülle-Sutter auch mit Fragen und Anregungen zu konfrontieren, solange Sie noch bei uns sind. Ich denke, ein paar Minuten können Sie noch bei uns bleiben. Also stellen Sie Ihre Fragen im Chat. Das betrifft auch unseren nächsten Redner. Da darf ich vorstellen, Herr Hubertus Peto. Herr Peto ist Präsident der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft und gelernter Landwirt, studierter Landwirt Agrarwissenschaften in Göttingen und Kiel, habe ich gelesen. Und Sie bewirtschaften einen Hof mit Schwerpunkt Ackerbau und Saatguterzeugung in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Herr Peto, wir freuen uns auf Ihren Impuls zum Thema mit digitalen Technologien zu mehr Nachhaltigkeit. Bitte schön. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Jakob. Vielen Dank, dass ich ja die Aufgabe wahrnehmen darf, Sie heute hier ein bisschen fachlich einzustimmen mit einem Impuls und die Vorfreude zu wecken auf die Vorträge, die nachher über die wirklichen Innovationen kommen. Ich will einen schnellen Ritt durch das Thema der DRG schlechthin machen, nämlich durch den Fortschritt. Der hat ja heute viel mit Digitalisierung zu tun, insofern passt das ja zum Thema. Zunächst mal starten wir mit dem Thema Nachhaltigkeit ja immer eigentlich mit dem höchsten Level, was wir in dem Bereich haben, nämlich mit den SDGs, mit den glorreichen 17. Und ich habe Ihnen die hier mal zusammengestellt. Natürlich, es klang eben schon an, sind die Erzeugung von Nahrungsmitteln, damit also die Bekämpfung von Hunger und eine ökonomische Tätigkeit auf dem Land, das bezeichnet ja das SDG Nummer 1, keine Armut oder Wohlstand für alle, sind ja zunächst mal die primären Ziele, die auch wir als Landwirte natürlich als allererstes zunächst mal verfolgen. Auf der anderen Seite haben von diesen 17 Zielen ja weit mehr als die Hälfte, und das klang eben auch schon an, mit der Landwirtschaft, mit der Nachhaltigkeit zu tun. Sauberes Wasser ist angesprochen, Biodiversität, also Leben unter Wasser, Leben an Land etc. Ein kurzer Rückblick über die Geschichte des technischen Fortschritts in der Landwirtschaft. Der technische Fortschritt war natürlich in der Vergangenheit, wo der Mensch der Natur gegenüber ein wenig ausgelieferter war, als das heute der Fall ist, zunächst mal immer rein technisch getrieben. Das ist auch im Wesentlichen der Grund dafür, dass heute auch noch, wenn man an Fortschritt in der Landwirtschaft denkt, vorwiegend technisch gedacht wird. Diese Technik wurde zunächst mal genutzt, und das ist ja die Geschichte der Entwicklung unserer arbeitsteiligen Volkswirtschaft, zur Rationalisierung, sprich also zur Einsparung menschlicher Arbeit, was am Ende natürlich auch in gewisser Weise eine soziale Funktion ist, denn jemand, der eine andere, vielleicht erfüllendere Tätigkeit durchführen kann, dann ist ja auch ein soziales Ziel mit in diesem Fortschrittsbegriff enthalten. Aber im Wesentlichen ging es zunächst mal um technische Rationalisierung, und ökologische und soziale Aspekte standen jedenfalls nicht im Vordergrund, auch wenn sie natürlich immer mitgedacht waren. Wenn Sie den Herrn oben rechts sehen, da ist schon eine gewaltige soziale Innovation, der muss nämlich nicht mehr laufen, sondern der kann sitzen auf diesem von Pferde gezogenen Pflug. Aber diese Innovationen, und das ist ja ein bisschen unsere Situation heute, haben sich im Wesentlichen bisher durch Skalierung ausgezeichnet. Also eigentlich haben wir immer größer die Verfahren durchgeführt, die Verfahren an sich selber nicht geändert. Das stößt jetzt natürlich
diese Skalierung stößt jetzt immer häufiger an Grenzen. Ich habe das hier versucht, am Beispiel der Bodenbearbeitung einmal darzustellen. So etwas wesentlich Größeres als unten links können wir uns dann bald auch nicht mehr vorstellen. Jedenfalls nicht mehr vernünftig, was Bodendruck etc. und Schlagstrukturen angeht. Es hat aber immer schon natürlich die Erkenntnis gegeben, dass Fortschritte negative Auswirkungen hatten, unter anderem auf Ökosysteme. Und dass diese Erkenntnisse dazu geführt haben, dass Fortschritte in andere Richtungen gelenkt wurden. Hier mal das Beispiel aus den USA. Viele kennen dieses Phänomen. Als man angefangen hat, die Prärieböden im mittleren Westen zu bearbeiten, hat man festgestellt, dass Winderosion in solchen Landschaften ein Riesenproblem ist. Daraus resultiert die Entwicklung der Direktsaattechnologien, die wir in den Vereinigten Staaten ja zuerst gesehen haben. Natürlich immer verbunden mit Herbizideinsatz. Aber in diesem Zusammenhang kann man von einem auch ökologisch getriebenen Fortschritt reden. Ein anderer ökologisch getriebener Fortschritt der letzten Jahre, der hat in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wesentlich weniger Bedeutung als in der Aufmerksamkeit der Industrie. Wenn Sie sich vor Augen führen, dass der weitaus größte Teil der Innovationsbudgets der Landmaschinenhersteller, was den Schlepperbereich angeht, in den letzten 15 Jahren in die Abgasnachbehandlung gegangen ist, nämlich ungefähr 40 Milliarden Dollar. Und auch das ist natürlich ein ökologisch motivierter Fortschritt, weil der Landwirt an sich hat natürlich zunächst mal von der saubereren Luft aus dem Auspuff nichts. Was bringt uns nun Digitalisierung? Sie ist ja zunächst mal eine Querschnittstechnologie, sprich betrifft eigentlich alle Bereiche der landwirtschaftlichen Produktion, aber eröffnet da eben ganz, ganz neue Möglichkeiten. Zunächst mal, vieles, was heute mit Digitalisierung zu tun hat, beruht auf der genauen Positionsbestimmung durch GPS. Und was jetzt immer mehr in den Vordergrund tritt, sind die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, da insbesondere die Bilderkennung. Oben rechts das Bild von Bluewater zeigt deutlich, die Bilderkennung geht jetzt eben nicht mehr nur so weit, dass man erkennen kann, da steht eine Pflanze oder da ist Boden, sondern es sind unterschiedliche Pflanzen zu identifizieren. Und man kann dann entweder selektiv alle Beikräuter entfernen, um die Kulturpflanzen in ihrer Konkurrenzkraft sicherzustellen, oder eben auch, und das ist natürlich eine faszinierende Möglichkeit, nur einen bestimmten Anteil der Beikräuter, die nämlich vielleicht besonders gefährlich sind für den Bestand, und die anderen stehen lassen, was dann ja auch eine ökologische Innovation wäre. Unsere zeitliche und räumliche Auflösung in der Datenerfassung einerseits und in der Reaktion darauf, in der Aktion auf der Fläche andererseits, ist inzwischen fast beliebig zu steigern. Wir können einzelne Pflanzen mit einzelnen Düsen einer Feldspritze behandeln oder eben auch nicht behandeln. Wir sind in der Lage, heute Tiere sehr genau über einen langen Zeitraum KI-gestützt zu beobachten. Unten links nicht ganz so gut zu erkennen, ist ein Verfahren, was Kühe in der Bewegung beobachtet und mit Hilfe von KI-Algorithmen aus der Bewegung der Tiere schließt, ob sich die Tiere in einem guten Gesundheitszustand befinden. Etwas, was natürlich ein geübter Landwirt an sich auch tun könnte, aber die Zeit zu haben, alle Tiere einer Herde so lange zu beobachten, das ist heute eben nicht mehr gegeben. Das kann eine Maschine heute besser, ausdauernder, ermüdungsfrei, wunderbar. Und ganz unten habe ich so ein bisschen, ja, das klingt jetzt auch gewaltiger als es ist, minimalinvasive Eingriffe. Es ist eben so, je präziser ich arbeite, desto weniger habe ich diesen Nachteil der großflächigen Verfahren, die wir heute ja anwenden. Einerseits brauche ich mit digitalen Verfahren unter Umständen gar keine so großen Flächen mehr, um die Maschinen rational einzusetzen. Auf der anderen Seite kann ich natürlich überall da, wo ich diesen Eingriff vermeide, Natur und Umwelt schonen und Biodiversität erhalten. Kurzer Exkurs in die Geschichte der Biodiversität. Ich zeige diese Folie immer sehr gerne. Die allermeisten von Ihnen kennen sie wahrscheinlich. Mir sind dabei zwei Dinge insbesondere wichtig, dass nämlich die Entwicklung des Biodiversitätsrückgangs in der Ackerfläche, dass der häufig natürlich in Verbindung gebracht wird mit Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln in der öffentlichen Meinung, dass ich aber glaube, es lohnt sich einmal genauer hinzuschauen, was eigentlich in den letzten 30 Jahren passiert ist auf der Fläche. Viele von Ihnen, die sich ein bisschen länger zurückerinnern, erinnern noch Flächen, bei denen die Pflanzenbestände eben nicht dicht und gleichmäßig waren, sondern wo die Technik einfach Grenzen gesetzt hat. Und da ist heute eine Situation erreicht, wo wir technisch so perfekt sind, dass eben
für die Biodiversität nicht mehr wirklich viel Platz bleibt in der Fläche. Was kann Digitalisierung da helfen? Digitalisierung kann geplant diese Lücken, diese Räume, diese Ungleichmäßigkeiten in der Fläche wiederherstellen. Denn es wird nicht reichen, wenn wir nur segregativen Naturschutz betreiben, sprich also Flächen abteilen. Wir müssen auch in den intensiven bewirtschafteten Flächen Biodiversität erhalten. Ich habe unten rechts da einmal ein ganz extremes Beispiel dargestellt. Natürlich können Sie heute mit digitalen Maschinensteuerungen problemlos einen großen Schlag in viele unterschiedliche Anbauzonen einteilen und durch diese unterschiedlichen Anbauzonen Biodiversität fördern. Wenn man alleine mal aus der Sicht eines Laufkäfers die Lauffläche vom Rand bis zur Mitte einer solchen Parzelle bedenkt, dann ist natürlich so ein Streifenanbau ein Vorteil unter Umständen für die Biodiversität. Und auf der linken Seite unten dargestellt ein Verfahren, das nennt sich Bandspritzen, wo ich natürlichen Pflanzenschutzmittel einsetze, aber eben nur genau da, wo ich mit der Hacke nicht hinkomme, nämlich zwischen den Pflanzen, und wo ich dadurch bis zu 60% Pflanzenschutzmittel einspare, eben auch über die Fläche und damit auch den Boden nicht mit Pflanzenschutzmittel belaste. Kurz noch ein Exkurs in Entscheidungsunterstützungssystemen. Eine Gelbschale dient zur Bestimmung von Schadinsekten im Schadschwellenprinzip des integrierten Pflanzenschutzes. Das ist ein Vorgang, der heute durch eine App schon so automatisiert ist, dass die App nicht nur die Zahl der Insekten, sondern auch deren Art erkennt und die autonome, unmittelbar das Ergebnis ins Netz spielende Gelbschale ist eben auch schon entwickelt, sehen Sie unten rechts, sodass man über ein ganzes Bundesland ein automatisiertes, sensorgestütztes Monitoring darstellen kann. Oben auf der linken Seite ein handgeführtes Bodenprobegerät, was Nährstoffe und bodenphysikalische Eigenschaften sofort erfasst und in die Cloud schickt, wo Sie also Ihren Boden viel genauer beurteilen können, als wir das bisher konnten. Inhaltsstoffbestimmung bei Gülle und dann am Ende eine teilflächengestützte Ausbringung ermöglichen hier durch Sensorik und digitale Entscheidungsunterstützung einerseits natürlich die Einsparung von Betriebsmitteln, andererseits aber natürlich auch das Vermeiden von Überdüngen und damit Gewässerbelastung. Ein letzter Punkt. Es gibt natürlich einen Grund dafür, dass digitale Systeme zur Nachhaltigkeitsunterstützung in der Landwirtschaft im Moment nicht so auf dem Vormarsch sind wie digitale Systeme zur Produktivitätsunterstützung. Das hängt nämlich damit zusammen, dass die Führungsgröße der Entscheidung eines landwirtschaftlichen Unternehmers immer die Ökonomie ist. Und insofern müsste es uns gelingen, die Ökonomie mit in die Entscheidungsmatrix Nachhaltigkeit so einzubauen, dass wir die Nachhaltigkeitseffekte von Innovationen, von landwirtschaftlichen Betrieben besser bewerten und eben auch entscheidungsrelevant machen. Ich bin sehr dankbar, wir als DLG haben ja mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt zusammen ein Entscheidungsunterstützungssystem entwickelt, eine Nachhaltigkeitsanalyse auf der Grundlage von vielen dann auch aufwendig validierten Indikatoren. Im Moment wird dieses Verfahren gerade auf digital umgebaut, sprich also die sehr aufwendige Datenerfassung zur Nachhaltigkeitsbeurteilung auf Betriebsebene stellen wir jetzt auf digitale Füße, sodass es für eine größere Anzahl von Betrieben mit geringerem Aufwand möglich ist, ihre Nachhaltigkeit auch im Zeitablauf zu bewerten. Denn das ist ja die Voraussetzung dafür, dass ich dann auch sagen kann, ich entwickle meinen Betrieb mithilfe von digitalen Innovationen in Richtung Nachhaltigkeit. Kurzes Fazit, ich glaube, ich habe es dargestellt, auch der ökologisch-soziale Fortschritt ist inzwischen in der Landwirtschaft angekommen. Wir brauchen da gar kein so großes Umdenken mehr. Die digitalen Technologien sind verfügbar, die wir dafür brauchen und sie werden auch schon teilweise eingesetzt. Und diese Technologien haben ein großes Potenzial, die Nachhaltigkeitsdefizite der aktuellen Landwirtschaft zu vermindern. Aber, jetzt kommt das große Aber, der Haupttreiber der Innovation ist nach wie vor die Ökonomie. Und wenn digitale Innovationen mehr Nachhaltigkeit bringen sollen, ja, dann muss eine Politik dafür sorgen, dass nachhaltiges Verhalten auch bewertet und am Ende auch bezahlt wird, damit die Innovation dann auch entsprechend entwickelt wird. Ganz klar, wenn der Nutzer einen ökonomischen Vorteil hat, dann hat den der Entwickler auch. Insofern ist natürlich die Förderung der Entwicklung das eine, aber die Förderung der Anwendung dieser Instrumente kann einen mindestens ebenso großen Hebel haben. Und schließen möchte ich mit einem Spruch von unserem Gründer. Der passt auch ganz gut so in unsere heutige Situation, denn er hat ja dem Spruch widersprochen, dass die Not es ist, die erfinderisch macht, sondern dass die Erfindungen selbst immer die größte Mühe haben,
sich in einer widerstrebenden, selbstzufriedenen Welt uns aufzudrängen. Insofern wünsche ich uns allen eine schöne Tagung und bin gespannt auf die Innovation. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Petow, für den wunderbaren Überblick über die Ansätze der Digitalisierung, auch der geschichtlichen Rückblick und der Ausblick, der uns heute beschäftigen wird. Wir werden gleich einige spannende digitale, innovative Projekte kennenlernen. Ich würde Ihnen gerne nochmal die Gelegenheit geben, auch an den Geräten noch ein paar Fragen loszuwerden. Frau Schweizer-Lösutter, Herr Bonde, Herr Petow sind jetzt auch noch aufnahmefähig gerne dafür. Ich habe, wenn man ganz konkret, eine Frage gefunden, die auch so ein bisschen auf diese Frage der ökonomischen Tragfähigkeit zielt. Welche Kosten kommen auf die Landwirte zu bei der Digitalisierung? Das ist wahrscheinlich eine allgemeine Frage, aber vielleicht kann man das nutzen, um auch zu sagen, wo sind die ökonomischen Aspekte dieser Digitalisierung in der alltäglichen Praxis der Landwirtschaft? Wo sind sie jetzt schon rentabel? Wo müssen sie vielleicht rentabler werden? Und was brauchen wir dafür? Vielleicht Herr Petow zu Beginn. Was kostet uns die Digitalisierung? Ja, das ist also, die Frage haben Sie schon richtig aufgedröselt. Das, was heute schon sich verzinst im Betriebsablauf, eine automatische Lenkung beim Schlepper, das ist ein gutes Beispiel, die hat sich innerhalb wenigster Jahre zu 100% durchgesetzt, obwohl das eine extrem teure Innovation ist. Also Sie zahlen für ein Lenksystem nach wie vor sehr viel. Innovationen, die nicht unmittelbar im Betriebsablauf einen ökonomischen Vorteil bringen, das habe ich ja versucht darzustellen, die werden extrem zäh eingesetzt. Und insofern ist die große Aufgabe, dafür zu sorgen, auch politisch dafür zu sorgen, dass man sagt, wir berechnen die Gewinne, die diese Innovationen, diese digitalen Innovationen auch für das Gemeinwohl, für Ökologie, für Soziales bringen, die monetarisieren wir und bringen sie auf die Betriebe, sonst werden die Betriebe nicht effizient diese Technologien ergreifen. Und dann ist es am Ende nicht mehr entscheidend, wie groß die Investitionssumme ist für ein System, für eine teilflächenspezifische Pflanzenbehandlung oder für eine Einzelpflanzenbehandlung, sondern der landwirtschaftliche Unternehmer sagt dann, das und das kriege ich dafür, das und das kostet mich das, wenn es aufgeht, dann mache ich das. Und das ist unser Job. Frau Schwarz-Lösutter, wie kommen wir dahin, dass sich das lohnt, Digitalisierung für Nachhaltigkeit einzusetzen? Na, wir als BMU versuchen mit unseren geförderten Projekten zu zeigen, was macht Sinn. Ich hatte dir zwei davon ja genannt. Also auch aufzuzeigen, was geht. Dann glaube ich, es ist wichtig, dass, das haben wir jetzt in dieser Bundesregierung ja beschlossen, dass die Infrastruktur besser ausgebaut wird. Also man braucht einfach auch die Infrastruktur schon mal, dass das jeder umsetzen kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich kann, Herr Petow, haben Sie deutlich gesagt, am Ende ist es eine ökonomische Entscheidung. Und insofern können wir monetäre Anreize bieten, beziehungsweise dort, wo externe Kosten auch entstehen, natürlich auch sagen, naja, wenn das so weitergeht und die externen Kosten so hoch sind, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir das gemeinsam regeln. Aber ich glaube, der Hauptnutzen der Nachhaltigkeit liegt ja nachher bei der Landwirtschaft selber, weil wenn die biologische Vielfalt als solches immer weiter abnimmt, dann sägt man sich natürlich auch den Ast ab, auf dem man sitzt. Ich sage jetzt nur beim Thema Insektenschutz. Und da greift man natürlich auch das Thema, ich sage jetzt mal Insektenschutzgesetz nochmal auf. Und wie man das nochmal ökonomisch besser ausrichtet, da bin ich auch sehr dankbar nochmal auf konkrete Hinweise, wie es gehen könnte, neben dem, was wir schon vorgeschlagen haben. Ich sehe schon, Herr Petow hat Vorschläge. Ich kann mir es vorstellen. Ich denke mir, wir haben nachher in der Talkrunde mit Ihnen noch gut Zeit, auch darauf einzugehen. Behalten Sie es nicht für sich, aber vielleicht kurz zurück. Ich würde gerne Herrn Bonde nochmal fragen, was die DBU tun kann, um solche Instrumente, die jetzt auch gleich kommen, auch so zu unterstützen, dass sie marktfähig werden, und was sind unsere Beiträge dafür? Also wir als DBU, wir verstehen uns ja da als ein Partner, der hilft, spannende, innovative
Ideen, für Geschäftsmodelle, für neue Technologien, die das Potenzial haben, Umweltprobleme zu lösen, über eine Hürde zu helfen. Also das heißt, wir sind, sagen wir, als Innovationsförderer dann Ansprechpartner für diejenigen, die eine spannende Idee haben. Ein paar dieser Ideen werden wir ja heute zeigen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, was wir heute leider nicht zeigen können. Das Laserzentrum in Hannover hat eine Idee, wie man in Sachen Pflanzenschutz vorankommt, wie man neue Möglichkeiten in der Sensorik zusammenführt mit einem Einsatz von Lasern und wegkommt von, also von synthetischen Pflanzenschutzmitteln, indem man mit einem kleinen Laserstrahl die ungewünschten Pflanzen bekämpft bzw. am Wachstum hindert. Da sind wir jetzt als Förderer mit dabei, um hier gemeinsam mit dem Laserzentrum mal einen ersten Demonstrator zu entwickeln, hier mal die Technik vom Labor aufs Feld zu bringen. Das ist jetzt ein sehr technischer Ansatz. In anderen Bereichen haben wir Projekte, die auch stärker, sagen wir, das kommunikative Umfeld, die Bündelung von Akteurinnen und Akteuren mitnimmt. Aber insofern, dort, wo es, sagen wir, spannende, innovative Entwicklungen gibt, da lohnt es sich immer mal reinzugucken in unsere Förderrichtlinien, weil wir da irgendwie viel Spaß haben, auch zu gucken, wo kann man Dinge möglich machen. Was wir nicht können, ist, sagen wir, Umsetzung in der Fläche. Da ist natürlich die Länder, der Bund, die europäische Ebene und die Branche selber gefragt. Aber dort, wo es darum geht, einen spannenden Leuchtturm zu unterstützen, einen Vorbildcharakter zu entwickeln, mal ein bestimmtes Geschäftsmodell gängig zu machen, fertig zu entwickeln, deutlich zu machen, wo Perspektiven liegen, da können wir dann doch mit unseren Möglichkeiten als Stiftung das ein oder andere mitbewegen. Also insofern haben wir da auch immer ein offenes Ohr für spannende Ideen und für die Pionierinnen und Pioniere, die gerade mit Digitalisierung was voranbringen wollen. Ja, vielen Dank, Herr Bonde, so für den kurzen Einblick. Und für jetzt, für kurze Zeit später, wir werden dann nochmal im Talk die Gelegenheit haben, auch ein paar vertiefende Aussagen zu machen dazu. Frau Schwarze-Lutzer, vielen Dank für Ihren Beitrag und dass Sie dabei sind. Ich hoffe, Sie bleiben noch ein bisschen. Es ist, glaube ich, spannend genug. Ansonsten wünsche ich Ihnen weiterhin einen schönen Tag und bringen Sie die Digitalagenda voran. Ich darf jetzt überleiten zu zwei Projektbeispielen, die die DBU fördert oder gefördert hat. Und zwar beginnen wir mit einem Beispiel des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung ZALF. Und dort darf ich vorstellen die Frau Professorin Bellingrad-Kimura, die uns ein Projekt vorstellt. Da geht es um die Naturschutz-App, also Smartphone-geschützte Dokumentation von Naturschutzmaßnahmen auf Agrarflächen, was das für Beiträge für Nachhaltigkeit bringen kann, auch vielleicht auch für Beratung und agrarwirtschaftliche Produktion. Das wird Frau Bellingrad-Kimura uns gleich darstellen. Frau Bellingrad-Kimura ist Leiterin der Arbeitsgruppe Bereitstellung von Ökosystemleistungen in Agrarsystemen und hat eine Professur für Landnutzungssysteme an der Humboldt-Uni zu Berlin. Frau Kimura, ich bitte Sie um Ihren Beitrag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Können Sie mich hören? Ja. Ja, okay. Dann starte ich die Präsentation. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Es ist eine sehr große Freude, dem unser Projekt vorzustellen. Ich stelle heute diese NAT-App vor, ein Tool für kleinteilige Naturschutzmaßnahmen auf Agrarflächen. Wie Sie sehen, ist es ein langjähriges Projekt mit 4 Phasen bisher, abgesehen von den Vorarbeiten, die zu diesen Phasen geführt haben. Wir sind jetzt in der 4. Phase in der Umsetzung. Unser Hintergrund ist, dass die ökologischen Vorrangflächen, die in Europa von der EU gefördert werden, hier sehen Sie die Tabellen von verschiedenen Ländern, eigentlich sehr wenig zu Pufferstreifen oder Waldrandstreifen vorhanden. Es ist von 2015, jetzt hat sich noch ein bisschen die Lage geändert, aber die Grundprinzipien sind so, dass kleinteilige Flächen, die naturschutzmäßig eine große Rolle spielen, relativ selten oder schwierig umzusetzen sind. Ein Grund dafür zeigt unsere Vorstudie, dass komplizierte Antragsverfahren ein Hemmnis ist, zudem hohe Sanktionsrisiken, wenn die Vorgaben nicht eingehalten werden. Das heißt, es muss eine Umsetzbarkeit für die Landwirte geben, zu gleicher Zeit aber auch eine Kontrollierbarkeit für die Administration.
Das schreit natürlich auf die zur Digitalisierung und die ICT-Technologien zu nutzen. Und wir sehen hier eine Notwendigkeit der Nutzung einer Naturschutzmäßig sind kleine Flächen von großer Bedeutung. Hier gehen wir davon aus, erstmal, dass das Ziel dieser App eine Realisierung von kleinteiliger Naturschutzmaßnahmen realisieren kann, dazu eine Hilfe sein soll. Hier ein Beispiel von einem sehr unterschiedlichen Heterogenität, die im Feld alle nicht zugleich, aber zum Teil auch in verschiedenen Formen zu finden sind. Naturschutzmäßig ist sinnvoll, diese kleinen Flächen je nach Anforderung dieser Hintergrundinformation anzureihen, nicht pauschal 10% vom Rande abzuschneiden. Man sieht aber hier auch, dass es sehr komplizierte Formen sind und es schwer ist, diese erstmal zu realisieren, aber auch schwer zu dokumentieren sind. Und hier setzt unser Verfahren an, die Verfahren Dokumentation und Administration zu helfen. Diese App besteht aus 4 Schritten. Es ist ein sehr angewandtes Projekt gewesen, wo wirklich ein Hand-on-Tool für Landwirte, aber auch für die Administration entwickelt worden ist. Im ersten Schritt besteht diese App auf einer Infothek, wo Informationen und Anleitungen zum Management und Regularien erstmal aufgezeigt werden und auch zu dem bis 2015, aber natürlich zu dem aktuellen Stand die Information mundgerecht den Landwirten und der Administration dargestellt werden. Im zweiten Schritt kommt die Planung und hier ist ein direkter Link dann vorhanden zur Übernahme und Abgleich von Antrags- und Flächendaten. Hier wieder 2015, weil es eben in der Entwicklungsphase zu 2015 entwickelt worden ist. Jetzt in der Umsetzungsphase sind wir natürlich auf dem aktuellen Stand. Dann kommt das Monitoring. Das heißt, es gibt, wenn man eine Maßnahme gewählt hat, dann eine schrittweise dargestellte Anleitung, welche Maßnahmen hinsichtlich der Bearbeitungsmaßnahmen, Flächen und Zeitraumen, einschließlich der Erinnerung von der App den Benutzern vorgestellt wird. Hier zum Beispiel hier mit dem Datum, was notwendig ist, durchzuführen. Das ist natürlich ein Versuchshintergrund. Dann kommt die Umsetzung und die Dokumentation. Dabei setzen wir ein Tablet ein. Es kann aber auch ein Smartphone oder ein anderes System sein, aber eine gängige, günstige Form, eben keine teuren Sensoriken, sondern eine Dokumentationsform, die in den Betriebssystemen auch integriert werden kann. Smartphone oder Tablet mitgekoppelt mit GPS-Systemen. Dann werden die Parzellen-IDs übernommen von den Flächen, GPS dokumentiert, die Bewirtschaftungsmaßnahme. Es werden Geotag-Bilder erstellt, dann auch mit Satelliten verknüpft und dokumentiert. Es könnte dann so aussehen, es ist nur ein Beispiel von einem Bild vor der Maßnahme, die durchgeführte Maßnahme und nach der Maßnahme. Diese Bilder sind dann Geotag-Fotos, die dann mit GPS-Infos ausgestattet sind und die im sicheren Ort eben nicht manipulierbar von beiden Seiten und auch natürlich hacksicher gesichert werden. Das heißt, die sind dokumentierte Maßnahmen, die auch kontrollierbar sind. Wir sind jetzt in der Umsetzungsphase in der Studie. Wir nehmen die Bundesländer Brandenburg, Thüringen, Bayern und Nordrhein-Westfalen als Beispiel uns vor, wo wir dann landesspezifische Maßnahmen von in der ersten Säule sind alle gleich, aber in der zweiten Säule landesspezifische Maßnahmen auch mit dieser App analysieren und parallel mit der normalen Beantragungsphase und Methode und mit dieser App-dokumentierten Methode, wo auch die
Administration dabei ist, um die Kontrollierbarkeit und die Überprüfbarkeit zu prüfen und mit den Landwirten, die dazu arbeiten, wie man das dokumentieren kann, wo die Hemmnisse sind. In verschiedenen Fallstudien werden im nächsten Jahr durchgeführt. Wir sind von der Forschung her auch dabei, neue Maßnahmen außer diesen, die jetzt erstmal im Fokus stehen, zu erarbeiten. Es gibt eben viele Sensoren, Methoden, die eingesetzt werden könnten, die aber momentan nicht in einem Teil des NAT-App sind, aber auch AOKM-Maßnahmen vielleicht vorzuschlagen, die durch solche kleinteilige Messungen dann auch realisierbar sind. Das war die kurze Übersicht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Bellinghardt-Kunmucha, für den kurzen Einblick in den Stand der Umsetzung des NAT-App-Projekts, Naturschutz-App. Vielleicht können wir gleich noch zwei, drei Fragen anschließen. Es kam eine konkrete Frage danach, ob und wo denn die NAT-App eingesetzt wird und möglicherweise auch schon eingesehen und genutzt werden kann. Gibt es da schon die Möglichkeit? Es ist gerade in der letzten Phase, es zu realisieren. Es ist noch nicht umsetzbar. Es werden in 2021 die ersten Anwendungsbeispiele durchgeführt. Und wenn sie erfolgreich sind, dann in ein, zwei Jahren müsste es dann möglich sein, oder nach der Projektphase, wenn es dann erfolgreich ist. Es muss natürlich dann auch politisch in den anderen jeweiligen Bundesländern dann auch akzeptiert werden. Diese vier Bundesländer sind erstmal als Partner dabei. Danach muss es natürlich dann auch kommerziell natürlich dann auch zur Verfügung gestellt werden, gewartet werden und wirklich auf einer nutzbaren Basis mit Erwartungen und Nachverfolgbarkeit dann auch realisiert werden. Vielleicht noch eine Frage von mir, sozusagen über die reine Technik hinaus. Wo sehen Sie besondere Herausforderungen oder wie hat sich das dargestellt in dem Projektzeitraum? Wo sind die Hauptherausforderungen im Bereich der Umsetzung und welche Länder oder auch welche Akteure, Stichwort EU-Kommission, könnten mit so einer NAT-App etwas anfangen? Wir sind im regen Austausch, auch mit Brüssel. Diese NAT-App wurde auch EU-weit vorgestellt. Interesse ist vorhanden. Wir wollten eigentlich in die neue CAP-Reform dann passend die NAT-App fertig haben. Es hat viele Hürden gegeben, dass es jetzt nicht realisiert worden ist. Wir sind dabei, dass diese Maßnahmen dann auch die Kontrollierbarkeit ist eine der wichtigsten Themen, dass eben solche kleinteiligen Maßnahmen, die nicht ein ganzes Stück von einem Feld, eine Ecke, die leicht messbar ist, 10% zum Beispiel zu Greening, sondern kleinteilige Flächen, Patches in der Fläche, ob das insgesamt 10% sind, sowas muss eben kontrollierbar sein, muss nachvollziehbar sein und das ist eine große Hürde, dass erstmal von den Landwirten her zu realisieren, die müssen dann eben kleinteilig bewirtschaften und zweitens auch die Fläche dann auch so zu kontrollieren, dass es wirklich den Fördermaßnahmen dann auch passt. Ja, vielen Dank, Frau Professorin Bellinghardt-Kunmucha, für den Einblick für den Moment. Sie sind nachher noch auf dem Talk und können uns noch ein paar Fragen auch über dieses Thema hinaus beantworten, zu den Themenbereichen, die Sie beforschen. Danke erstmal für Ihren Beitrag. Wir haben ein zweites DBU-gefördertes Projekt, das wir Ihnen gerne vorstellen lassen möchten. Und zwar geht es da um das Thema Tierhaltung. Wie kann KI, also künstliche Intelligenz, hier im Bereich der Tierhaltung einen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit leisten? Das Projekt, was uns Frau Dr. Krapkowski vorstellt, heißt Entwicklung eines systemorientierten Serious Games im Living Lab in der Schweinehaltung zur Anpassung der Betriebe an den Klimawandel. Das ist ein schön ausführlicher Titel. Ich bin sehr gespannt, was sich dahinter versteckt. Ich würde gerne auch Frau Krapkowski kurz vorstellen. Frau Krapkowski ist von der Universität Vechta und dort Geschäftsführerin des Verbundes für Transformationsforschung Agrar in Niedersachsen. Frau Dr. Krapkowski, bitte schön, Ihr Vortrag. Vielleicht sagen Sie auch noch mal kurz dazu etwas, was genau Sie dort im Verbund Transformationsforschung sonst noch machen.
Bitte schön. Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Jakob, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, ich bin verantwortlich für den Verbund Transformationsforschung Agrar. Wir möchten gemeinsam mit 5 wissenschaftlichen Einrichtungen im Agrarbereich sowie Institutionen aus der Wirtschaft und 2 Umweltverbänden, WWF und BUND, gemeinsam diesen Transformationsprozess, den Sie schon angesprochen haben, proaktiv durch verschiedenste praxisorientierte Forschungsprojekte, durch Lehrformate, aber auch durch partizipative Formate und Weiterbildungsformate entsprechend angehen. Und eines dieser Forschungsprojekte beziehungsweise sehr anwendungsorientierten Projekte ist unser Pick-and-Play-Projekt, das ich Ihnen gerne einmal vorstellen würde. Um Sie so ein bisschen einzustimmen auf das Thema, habe ich hier eine Folie mitgebracht, aber der Herr Bonde hat es schon eingangs gesagt. Wir erleben gerade, meine Damen und Herren, das 3. Dürrejahr in Folge. Im Juni hat der Präsident des Deutschen Wetterdienstes das auch in Zahlen festgemacht. Er sagte, wir erleben gerade den 30. Monat in Folge, der 4,4 Grad Celsius wärmer war als der 4-jährige Durchschnitt. Das heißt, das ist ein eklatantes Zeichen, dass wir hier Klimawandel erleben und entsprechend auch aktiv werden müssen. Gleichzeitig sehen wir auch, wie hier am Beispiel von Rockström, dass wir tatsächlich unsere planetaren Grenzen erreicht haben und insbesondere massive Überschüsse an Stickstoff und Phosphor durch die verschiedenen Wirtschaftsbereiche tatsächlich haben und wir eine Verantwortung haben, tatsächlich diesen sicheren Handlungsraum oder Safe Operating Space, wie es Rockström et al. Nennen, für die Menschheit tatsächlich anzugehen. Um bis 2030, Herr Peto hatte die SDGs erwähnt, auch so viele wie möglich dieser SDGs zu erreichen, sind wir daher auf allen Sektoren, global, auf nationaler, aber auch auf lokaler Ebene gefordert, eben diesen Transformationsprozess aktiv anzugehen. Wenn wir uns jetzt die Landwirtschaft anschauen, haben wir hier tatsächlich auch eine Rolle im Bereich der Treibhausgasemissionen. Sie sehen hier anhand der hellgrünen Anteile für Landwirtschaft, dass die Landwirtschaft in Form von Ackerbau und Viehzucht zu 7,4% der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich war. Dabei sind insbesondere die Methanemissionen aus der Tierhaltung zu nennen, Lachgasemissionen, aber auch die Ammoniakemissionen. Und das deutsche Klimaschutzgesetz sieht hier vor, dass wir die jährlichen Emissionen der Landwirtschaft bis 2030 auch entsprechend signifikant reduzieren wollen. Das heißt, wir brauchen also eine klimaintelligente Landwirtschaft und da gibt es nun verschiedene Herausforderungen, die wir berücksichtigen müssen. Auf der einen Seite brauchen wir Anpassungskonzepte, das heißt, wie können wir Landwirtschaft fit machen für den Klimawandel, indem wir zum Beispiel auch über Hitzestress sprechen. Ganz großes Thema ist das Thema Wassermanagement, aber wir müssen natürlich auch aktiv an der Reduktion von Treibhausgasen arbeiten. Gleichzeitig gilt es in diesem Spannungsfeld auch, den Erhalt landwirtschaftlicher Produktivität und faires Einkommen auch zu sichern. Dafür ist entscheidend, und das erleben wir immer wieder in unseren Projekten, dass wir auch gesellschaftliches und persönliches Bewusstsein für ein sogenanntes Klimahandeln, haben wir es genannt, auch schaffen. Das heißt, wenn wir über klimaintelligente Landwirtschaft sprechen, brauchen wir klimaintelligente Betriebe. Aber auch hier gibt es sehr, sehr viele Herausforderungen, die auf landwirtschaftliche Betriebe derzeit eintreffen. Da gibt es gesellschaftliche Anforderungen, die Spezifika für jeden Betrieb, die Positionen in der Wertschöpfungskette, strukturellen Wandel und eben diese Forderungen nach Klima- und Umweltschutz. Unsere Idee war nun, den landwirtschaftlichen Betrieb ins Zentrum zu nehmen und ihn sozusagen als Living Lab entsprechend anzugehen, zu sagen, wie können wir denn dieses Klimahandeln tatsächlich auch realisieren? Und da haben wir uns überlegt, ja, wie können wir das realisieren? Wir sprechen ganz viel mit der jungen Landwirten, mit verschiedenen Akteuren aus der Agrar- und Ernährungswirtschaft und da ist ja tatsächlich aktuell, dass es unglaublich viele Herausforderungen gibt. Wir haben viele Auflagen, viele Anforderungen. Und die Frage ist,
Ja, was gibt es denn für Anreizsysteme, sich diesem Thema, was ja unglaublich komplex ist, tatsächlich auch motiviert zu nähern? Und selbst mit meinem Patenkind vom landwirtschaftlichen Betrieb, mit einer großen Anzahl von Mastschweinen und Ackerbau, denen war irgendwie allen gemein, dass sie sich total interessieren für Spiele, und zwar digitale Art, wie zum Beispiel den Landwirtschaftssimulator. Und da haben wir gedacht, okay, das ist etwas, was tatsächlich ein Anreiz sein könnte, dieses Digitale, dieses Spielerische zu nutzen, um tatsächlich auch Landwirtinnen und Landwirte, gerade auch in der Ausbildung, dazu zu bewegen, Klimahandeln vielleicht zu erlernen. Und deswegen sind wir mit unserem Projekt, mit unserer Projektidee Pick and Play, haben wir uns überlegt, also dass wir, wie kommt dieser Name zustande? Also wir möchten ein systemorientiertes Serious Game, also nichts zum Zeitvertreib, sondern mit einem ernsthaften, sehr, sehr ernsthaften didaktischen Hintergrund entwickeln in einem iterativen, sich ständig verbessernden Living Lab, um virtuell Konzepte und Handlungsoptionen zur Verminderung von Stickstoffemissionen in der Schweinehaltung und zur Anpassung der Betriebe an den Klimawandel zu erlauben. Und daher kommt Pick and Play. Ja, wer ist dabei? Wir haben tatsächlich das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz aus unserem Verbund dabei, die sozusagen diesen Prototyp entwickelt. Wir haben für die Systemmodellierung die Göttinger Kompetenz, die sozusagen zum Thema Schwein, die komplette Schweinebetriebsumgebung, die Wertschöpfungskette dort abbilden und gemeinsam zusammen mit dem DFKI dieses Modell angehen. Wir haben für die didaktische Herangehensweise die Universität Vechta, die im Bereich Lehrerbildung und sehr, sehr viele Fähigkeiten mitbringt, und das Wuppertal-Institut, das mit verschiedenen methodischen, partizipativen, Co-Creation, transformationsorientierten Formaten hier uns unterstützt in unseren Living Labs. Mit dabei haben wir einen großen Projektbeirat, wo unter anderem auch unser Partner BUND mit dabei ist, der auch immer wieder weisender Partner bei uns ist. Koordiniert wird das Projekt aus unserem Hause vom Verbund Transformationsforschung Agrar. Ja, was sind die Ziele? Wir möchten also Landwirtinnen in Ausbildung und Praxis erreichen und möchten aktiv zum Wissenstransfer von diesem komplexen Zusammenhängen des Stickstoffkreislaufs letztendlich bieten und damit auch eben eine Aufklärung und Sensibilisierung zum Klimahandeln leisten. Denn Wissen, das stellen wir immer wieder fest, ist nicht gleich Handeln. Und wir möchten entsprechend dazu beitragen, um Gelerntes praxisnah und interaktiv zu trainieren und die Lernkurve durch so eine interaktive Anwendung oder iterative Anwendung steigern und damit intuitives Handeln fördern und auch Handlungsbarrieren vielleicht überwinden. Wie erreichen wir nun diese Ziele? Zum einen schaffen wir mit dieser Computerumgebung eine virtuelle Umgebung, um damit Betrieb und Umwelt letztendlich darzustellen. Und das kann man eben durch die virtuelle Nutzung von zu Hause, im Betrieb, wie auch immer, überall letztendlich nutzen. Wir simulieren betriebliche Entscheidungen und deren direktes Wirkungsgefüge zu den Umwelteinflüssen, zum Stickstoffkreislauf in Gänze. Und durch das Serious Game vermitteln wir oder schaffen wir eine experimentelle Lernwelt, wo wir unterschiedliche Szenarien anbieten, und was wir explizit mit Ausbildungsbetrieben gerne angehen und Multiplikatoren in diesem Bereich. Was ist nun das Living Lab? Wir haben ja in Deutschland unterschiedliche Regionen mit Landwirtschaft und mit Tierhaltung. Wir hier im Oldenburger Münsterland werden ja immer als Silicon Valley der Agrar- und Ernährungswirtschaft genannt. Hier haben wir fast jedes dritte Schwein, was hier aus der Region herkommt. Und deswegen nehmen wir die Produktionsbedingungen speziell hier angepasst an unsere Region. Wir wollen somit eine sehr anwendernahe, praxisorientierte Entwicklung schaffen und beziehen hier auch alle Stakeholder vom Kreislandwirt bis hin zu verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern der Wertschöpfungskette mit ein und wollen in Form von verschiedenen Co-Creation-Workshops
Workshops dann gemeinsam erarbeiten, welche anderen Handlungsoptionen haben wir, wie können wir auch neue Geschäftsmodelle entwickeln, die tatsächlich dann auch in dieses Spiel einfließen und das Spiel immer interessanter und komplexer machen. Ja, damit möchte ich mit diesem kleinen Einblick schon enden und danke ganz herzlich für Ihr Interesse. Ja, Frau Dr. Krapkowski, vielen Dank für Ihren Vortrag und den ersten Überblick über dieses neue Projekt Pick and Play. Vielleicht können Sie noch mal kurz etwas dazu sagen. Das ist ja ein relativ frisch gefördertes Projekt. Insofern stehen Sie noch am Anfang, wieso die Zeitplanung ist, wann Sie mir die Ergebnisse und wann wir vielleicht davon auch dann konkret auch etwas davon haben, damit in die Umsetzung zu gehen. Sehr gerne. Wir starten das Projekt tatsächlich erst am 1.1. nächsten Jahres und haben eine Laufzeit von 2 Jahren. Also das heißt, 2021 wird die Entwicklung sein, sodass wir Ende 2022 dann höchstwahrscheinlich dann entsprechend was vorweisen können. Okay. Insofern war das jetzt ein Appetithappen und ich glaube, genau. Sie stehen sicher zur Verfügung, wenn wir dann nochmal auf Sie zukommen, wenn wir ganz konkrete Ergebnisse haben. Das ist sozusagen erstmal der erste Aufschlag und wir sind gespannt und wünschen Ihnen viel Erfolg. Ich möchte mich nochmal kurz entschuldigen. Ich habe noch nicht gesagt, dass unser drittes Projekt, was wir eigentlich vorstellen wollten, nämlich das Thema Digitalisierung im Pflanzenschutz und Krautbekämpfung durch Laserstrahlung, dass das heute leider ausfällt, weil Frau Dr. Wollweber sich kurzfristig krank melden musste. Ihr tut es sehr leid. Wir wünschen ihr gute Besserung und holen das gerne nach. Ansonsten verweisen wir auf einen späteren Zeitpunkt. Das wird uns noch weiter beschäftigen. Das Thema Lasertechnik und Pflanzenschutz ist ansonsten auf unserer Webseite auch schon dargestellt. Wir können Ihnen gerne den Link auch noch mal im Chat darstellen und Sie verweisen auf die Hintergründe. Ja, ich darf Ihnen jetzt nahelegen, sich eine kurze Pause zu gönnen. Wir haben die ersten Vorträge gehört, wir haben 2 Projektbeispiele gehört und werden nach einer kurzen Pause von 1/4 Stunde, ich würde Sie gerne hier um 2:40 wieder zusammenholen, nutzen Sie die Zeit, treten Sie ein wenig aus dem Schreib- und Arbeitszimmer hinaus und gehen Sie eine Runde, holen sich etwas zu trinken oder eine kleine Stärkung und kommen um 15.20 Uhr wieder zu uns. Dort geht es dann weiter mit spannenden Projekten aus unserem Start-up-Förderprogramm und einer Podiumsdiskussion, wo wir nochmal die Fragen, die aktuell auch reinkommen, den Akteuren stellen. Und wir sind sehr gespannt auf den zweiten Teil. Bleiben Sie ruhig in der Leitung, machen Sie Ihre Bilder und Mikrofone aus und denken Sie daran, 15.20 Uhr sehen wir uns wieder. Wir bleiben sozusagen online. Bis gleich und viel Spaß weiterhin. So, hallo und herzlich willkommen zurück zum DBU Digital Online Salon. Mein Name ist Caroline Könning und ich bin ebenfalls Mitarbeiterin beim DBU-Zentrum für Umweltkommunikation und ich darf Sie nun durch den zweiten Teil der Veranstaltung führen. Wie im ersten Block werden wir uns auch jetzt zunächst die 3 Präsentationen anhören und hinterher die Fragen stellen. Lassen Sie deswegen Ihre Mikros bitte weiterhin ausgeschaltet und schreiben Sie Ihre Fragen in den Chat. Und damit kommen wir nun thematisch zu dem Bereich der Startups im Bereich der digitalen Landwirtschaft. Und die ersten 2 Startups, die sich nun präsentieren werden, sind Teil des Green Startups Programm der DBU. Und als erstes darf ich hier Herrn Saha vorstellen. Er ist Co-Founder der Smart Cloud Farming GmbH und sein Startup entwickelt Softwarelösungen für die Landwirtschaft. Wie diese genau aussehen, wird er uns nun selbst vorstellen. Herr Saha, wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Ja, vielen Dank. Ich schalte erstmal, also ich muss erstmal freigeben. Moment. Sie sehen den Bildschirm oder meinen?
Ja, können wir sehen. Wunderbar. So, ja, vielen Dank. Mein Name ist Obrajit Saha. Sie sehen auf dem Bild mich auf der rechten Seite hinten und meinen Mitgründer Michel aus Italien auf der linken Seite. Und was wir bei Smart Platform machen, ist, dass wir Bodenanalytik mittels Remote Sensing machen. Der Beweggrund dafür kam eigentlich von Keller. Und zwar, der hat einen Hintergrund in der Agrartechnik. Der ist Pflanzenbiotechnologe aus Wageningen in den Niederlanden. Und der hatte sehr früh festgestellt, dass, obwohl wir sehr viel mit Präzisionsmaschinen in der Landwirtschaft arbeiten, wir haben eigentlich sehr wenig Datenbestand, was der Boden betrifft. Und somit am Ende haben wir eigentlich Präzisionsnavigation auf den Acken, aber keine wirkliche Präzisionslandwirtschaft. Und das war sein Beweggrund, seine Motivation, warum er sich mit der Thematik Boden, Bodengesundheit und Bodenmanagement beschäftigt hatte. Ich kam zu der Unternehmung letztes Jahr im Mai und somit bin ich, sagen wir, ein Spät- oder Quereinsteiger. Und wir gemeinsam haben das Unternehmen bis dahin oder bis heute geführt. So. So, was ist eigentlich das Problem, was wir hier ansprechen? In den vergangenen 100 Jahren haben wir ungefähr 3 industrielle Revolutionen gehabt. Wir haben sehr viele neue Technologien, sehr viele neue Methoden erlebt, sehr viele Veränderungen. Aber wenn es um Bodenmanagement und Bodengesundheit geht, es ist mehr oder weniger bei demselben geblieben. Das heißt, wir verwenden oder wir nutzen weiterhin die Bodenanalytik in oder Bodenanalyse in Laboren. Das ist stichprobenartig. Sie müssen aufs Feld Proben sammeln und dann ins Labor senden, um ihre Ergebnisse zu bekommen. Und mittlerweile haben sie Sensoren, aber das ist nur ein kleiner Fortschritt, denn viele Landwirte, die wollen auch keine Sensoren haben. Die sind oft unpraktisch und auch ziemlich teuer. Und das hat zur Folge, dass wir mit der Zeit eine abnehmende Bodenfruchtbarkeit sehen. Das hat auch damit zu tun, dass wir sehr hohe Ansprüche haben, was der Boden uns liefern soll. Wir haben einen zunehmenden Materialeinsatz, beispielsweise sehr viel mehr Düngemittel, viel mehr Wasser, und die Umweltauswirkungen haben sich verschlechtert somit. Und so sieht die konventionelle Bodenanalyse aus. Für diejenigen, die das nicht wissen, sie müssen den Boden erstmal aufbereiten, insbesondere wenn wir beispielsweise unsere Versuche durchführen. Wir müssen mühsam die Bodenproben sammeln, die auch dann Q-lagern und dann transportieren zum Labor und warten mindestens 4 Wochen für die Ergebnisse. Und das ist, sagen wir, auch für den Landwirt auch sehr langsam. Es ist auch ziemlich teuer, vergleichsweise, was sie bekommen. Es ist on-site, das heißt, sie müssen auf dem Acker, auf dem Land sein. Das können sie nicht remote machen und es ist sehr arbeitsintensiv. Und zum Schluss ist es auch nicht digital. Das heißt, sie bekommen ihre Ergebnisse aufs Papier. Aber es sind nicht digital in dem Sinne, dass sie diese Werte, diese Befunde in irgendwelche Software integrieren können. Und somit, ja, ist das für uns einfach unzureichend. Das heißt, ganz kurz und knapp gesagt, wir sehen, dass das Bodenmanagement heute, wie es ist, sehr veraltet und es bedarf einer Erneuerung, einen kompletten neuen Einsatz. Das veraltete Bodenmanagement hat auch zur Folge, was wir letztes Jahr selbst erlebt haben, zwischen der Europäischen Kommission und der deutschen Bundesregierung. Es gab einen Streit wegen der Nitritbelastung im Grundwasser
Und die Rede war davon, dass die deutsche Regierung etwa 850.000 Euro pro Tag als Bußgelder zahlen müsste. Wir sehen, dass wenn es neue Umweltvorschriften gibt, insbesondere was in der Landwirtschaft, es gibt häufig sehr viel Widerstand seitens der Landwirte. Und das hat primär damit zu tun, dass es kein geeignetes Instrument gibt für die Landwirte, die Umweltvorschriften zu erfüllen. Und das ist, wir denken, dass der Widerstand primär dagegen ist, dass es kein geeignetes Instrument gibt. Und drittens, das wird sehr in den kommenden Jahren kommen, dass es diese sogenannte Climate-Related Financial Disclosure. Viele Unternehmen oder sagen wir in den Ländern, wo es eine Verpflichtung geben wird, müssen Unternehmen das jährlich das veröffentlichen, was ist der Impact von deren Geschäften. Sie müssen bestimmte Offenbarungen machen. Und Neuseeland ist bereits das erste Land weltweit, das es Verpflichtungen gemacht hat. Ich glaube, das ist ab diesem Jahr. Und wir denken, in den kommenden 10 Jahren wird es ziemlich viele Länder in der Europäischen Union geben, die das auch verpflichtend machen wird. Das heißt, wenn wir das Bodenmanagement erneuern müssen, das auf den neuesten Stand der Technik bringen wollen, wir müssen mit Bodendaten arbeiten. Und nur so können wir die Landwirtschaft stärken und unsere Natur, das ist die Lebensgrundlage, somit auch schonen. Unser Ansatz ist, dass wir mithilfe von Remote Sensing, also Satellitendaten oder auch hyperspektrale Daten mithilfe von Drohnen, diese nutzen, um hochauflösende 3D-Bodenkarten zu erstellen oder zu erzeugen. Wir arbeiten momentan an 3 verschiedenen Bodenkarten. Das sind 3D-Bodenkarten für den organisch gebundenen Kohlenstoff, 3D-Bodenkarten für die Feuchtigkeit im Boden und 3D-Bodenkarten für den Nährstoffgehalt im Boden. Wir machen keine Bodenanalyse. Wir machen, was wir intern als Bodenanalytik nennen. Das heißt, wir arbeiten mit Millionen von Datenpunkten im Boden. Und diese werden dann analysiert, um bestimmte Ergebnisse zu liefern. Die Vorteile sind, dass es von der Ferne gemacht werden kann. Das heißt, man muss nicht unbedingt aufs Feld. Es ist sehr schnell und genau, verlässlich. Und die Landwirte oder die Agrarunternehmen, die kommen ohne Labore aus. Es ist auch kontinuierlich, das heißt im Vergleich zu Bodensensoren, die punktuell sind, es ist es flächendeckend und wir können beispielsweise für die Bodenfeuchtigkeitskarten bis zu 90 cm in die Tiefe gehen. Und wir sind sehr API, also Application Programming Interface zentrisch, das heißt unsere Bodenkarten können Sie in andere Software integrieren, beziehungsweise in unserem Dashboard, was wir jetzt entwickeln, können Sie andere Apps integrieren und somit verschiedene Prozesse automatisieren. Hier ist die 3D-Nährstoffkarte, worüber ich jetzt kurz reden werde. Wir hatten im September dieses Jahr in Italien einen Feldversuch gehabt, wo wir zusammen mit Fraunhofer IOSB aus Karlsruhe Experimente durchgeführt hatten mit dieser Drohne und hyperspektraler Kamera. Was wir da machen ist, wir nehmen diese hyperspektrale Aufnahmen auf. Aus diesen werden erstmal 2D-Bodenkarten erstellt, das sind diese Flächenkarten. Hinzu kommen Bodendaten von den Proben, die wir gesammelt haben und aus diesen stellen wir Korrelationen her und dann die 3D-NPK-Karten. Was sind die Vorteile? Die Vorteile sind wiederum ein kontinuierliches Bodenprofil, was der Nährstoffgehalt betrifft. Und wir bauen ein sogenannter Soil Data Pipeline auf. Das heißt,
einen Datenbestand von Bodendaten über verschiedene Parameter. Und die können, sagen wir, beispielsweise an Düngemittelhersteller bereitgestellt werden, um bedarfsgerechte Düngemittel zu entwerfen oder zu entwickeln. Hier sehen Sie, wie dann wir eine Flächenkarte für den organisch gebundenen Kohlenstoff aussehen wird. Das ist auf einem Versuch, was wir momentan in den USA durchführen. Auch hier nutzen wir Satellitendaten, primär Landsat 8 und Sentinel 2. Diese werden dann verarbeitet mit Hilfe von neuronalen Netzwerken. Hinzu kommen Bodendaten für das Trainieren von den Netzwerken. Und dann werden wir die 3D-SOC, also Soil Organic Carbon Karten, bekommen. Momentan können wir das bis zu 30 cm in der Tiefe bekommen. Die Vorteile primär ist, dass wir sehen, wir sehen den Einsatz primär in dem Audit von Kohlenstoffspeicherungen vor und auch Monitoring von Kohlenstoffspeicherung und auch sagen wir eine remote und sorbenfreie Monitoring von Bodenfruchtbarkeit. Und der Kunde, das heißt, das kann ein Agrarunternehmen sein oder ein Landwirt sein, die Kunden können selbst verfolgen, also über Zeit verfolgen, wie die Fruchtbarkeit und der Kohlenstoffgehalt im Boden entwickelt. So, wer sind unsere Zielkunden und was sind unsere Wertversprechen? Zum einen, wir zielen auf Düngemittelhersteller. Zweitens, Aufsichtsbehörden, das ist besonders wichtig hier, glaube ich, und drittens Agrarunternehmen oder Lebensmittelunternehmen. Ich werde etwas tiefer in das Wertversprechen für Aufsichtsbehörden gehen. Wir haben mit vielen Landwirten in Deutschland gesprochen, aber auch in Italien und Frankreich. Und in Deutschland haben wir erfahren, dass es ein großes Misstrauen gibt zwischen Aufsichtsbehörden und den Landwirten, wenn es um den jährlichen Audit von Bodengesundheit und Bodenparametern, Einhaltung von Vorschriften geht. Und mit unserem Dashboard und insbesondere mit diesen drei Bodenkarten sind wir der Meinung, dass sowohl die Landwirte wie auch die Aufsichtsbehörden, also die B-Agencies in diesem Falle, die können davon Nutzen machen und auch profitieren. Und für mehr Transparenz und somit auch für mehr Vertrauen sorgen. Unser Business Model ist Information as a Service. Das heißt, wir haben unsere Daten, wir sammeln Daten, wir verarbeiten diese in Informationen, was man nutzen kann, und diese stellen wir bereit. Im Mittelpunkt stehen die 3D-Bodenkarten, und um diese 3D-Bodenkarten bieten wir dann verschiedene Value-Add-Services, beispielsweise Customized Fertilizer, also Düngemittel bedarfsgerecht entwickelt, Carbon Auditing and Monitoring und Land Evaluation, das heißt Gutachten von landwirtschaftlichen Ackerboden. Ich werde nicht so tief in unser Business Model reingehen. Ich werde ein bisschen über den Wettbewerb erzählen. Wie sieht der Wettbewerb für uns momentan aus? Und das heißt, was gibt es auf dem Markt für den Landwirt? Zum einen gibt es Remote Sensing Unternehmen, wie auf der linken Seite oben, Gamaya oder Wandersat. Auf der anderen Seite gibt es sensorbasierte Lösungen wie Zentec oder Teralytic oder auch Soiloptics. In den beiden Fällen gibt es bestimmte, sagen wir, Lücken. Sensorbasierte Lösungen, die sind immer punktuell, obwohl sie die Tiefeninformation bereitstellen. Und Sensoren sind auch ziemlich teuer in der Anschaffung und Instandhaltung. Andererseits, Remote Sensing Unternehmen wie Gamaya oder Wandersat, sie bieten flächendeckend Flächenkarte, aber sie bieten keine tieferen Informationen. Und wir wollen die
Positiven von den beiden nehmen und das ergänzen mit der tieferen Information. Das heißt, wir bieten eine flächendeckende Karte mit der tieferen Information. Wir sind momentan 10 Personen im Team. Sie sehen hier nur 6. Michelle ist der Pflanzenblütenschnurk im Team und ich bin Ingenieur und mein Schwerpunkt ist Produktentwicklung. Wir haben einen Agronomist aus Italien, der Dylan. Wir haben 2 Datenanalytiker und wir haben auch einen Professor als Advisor. Wir arbeiten momentan mit Barilla und Indigo zusammen in der Industrie und wir werden bald mit K+S auch bestimmte Versuche beginnen. Und wir haben auch Partner aus der Forschung und Entwicklung oder Universitätspartner, das ist die Universität Novi Sad in Serbien und Fraunhofer in Karlsruhe. Wir haben bestimmte Forderungen an die Politik, was wir denken notwendig sind. Zum einen, statt Technologieangst sollte es Zukunftsfreude geben. Was bedeutet das? Das heißt, wir wollen, dass es einen dedizierten Ansprechpartner im Ministerium gibt für Startups. Mit diesem Partner können wir in den direkten Austausch gehen. Zweitens sollte es ständig einen Dialog über einen Online-Kanal mit Zukunftsgestaltung geben. Das heißt, ein Austausch über Ideen, über neue Möglichkeiten. Und der zweite Punkt ist Daten statt Worte. Was heißt das? Dass das Ministerium oder die Regierung sollte sich verpflichten, Standardtechnik zu nutzen. Das heißt, in diesem konkreten Fall, dass wir mit Bodendaten arbeiten, dass das quasi ein Standard wird. Und zweitens, wenn es um die Umsetzung geht, muss die Bundesregierung oder das Ministerium proaktiv sein. Wir halten es nicht besonders vorteilhaft, wenn viel geredet wird, aber in der Umsetzung, wir sehen einfach Auflagen, die nicht erfüllt werden können. Insbesondere, wir sehen, dass es Förderprogramme gibt, aber die sind nicht für Startups geeignet und dann nutzt das eigentlich nichts. Drittens, Gestalt geben statt verwalten. In Deutschland wurde sehr gerne verwaltet, ist das notwendig. Es wird aber zu wenig gestaltet. Wir müssen darauf fokussieren. Das heißt, es müssen risikoreiche Projekte kräftig unterstützt werden. Beispiele kann man aus den USA nehmen. Da bekommen Unternehmen, also Startups, kein KMU-Unternehmen, sondern sehr spezifisch Startups, um die 1,8 bis 2 Millionen Dollar in Finanzierung ohne irgendwelche Anteile, um einfach eine sehr risikoreiche Idee zu verwirklichen. Zweitens, wir wollen Zugang haben zu beispielsweise diesen Aufsichtsbehörden oder Joint Research Centers von der Europäischen Union. Es ist sehr schwierig, an diesen Stakeholders heranzukommen. Wir brauchen einen einfacheren Weg, den Zugang zu bekommen, sodass wir neue Technologien, neue Lösungen, neue Ansätze ausprobieren können. Und das fehlt uns. Und ja, genau. Wir wollen, sagen wir, wir wollen die Google Analytics von Boden werden. Das heißt, einfach neue Erkenntnisse, nutzbare Erkenntnisse über den Boden an die Landwirten liefern. Ich freue mich auf Ihre Fragen, wenn Sie welche haben. Ansonsten können Sie gerne unsere Webseite besuchen, uns über das Formular anschreiben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Saha, für diese Ausführungen. Wie gesagt, Fragen werden wir gleich im Anschluss an die Vorträge nochmal stellen. Und damit kommen wir jetzt von der Bodenzustandsanalyse zur Fitness von Pflanzen und lernen als nächstes das Startup Phytoproof Pflanzenanalytik kennen. Phytoproof ist ein Spin-off des zur Leibniz-Gemeinschaft gehörenden Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums aus Frankfurt am Main. Und was sich genau dahinter verbirgt, das erzählen uns nun die Gründer. Herr Berberich und Herr Weber, bitteschön.
So, hier sind wir. Zunächst mal vielen Dank, Frau König, für die Einleitung, dass Sie uns vorgestellt haben. Und guten Tag an alle, die uns zugeschaltet sind. Wir freuen uns natürlich, dass wir hier unser Projekt, unsere Idee vorstellen können. Und zwar, Frau König hat es schon gesagt, wir sind eine Ausgründung aus dem Leibniz-Institut Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum. Gegründet haben wir im Februar letzten Jahres. Und Sie sehen uns hier mit unserem kleinen Prototypen, den der Herr Weber da in der Hand hat, bei unserem Partner, die Kooperative in Frankfurt, die uns ihre Felder zur Messung zur Verfügung stellt. Jetzt, wenn man ein Start-up gründet, braucht man natürlich irgendwie eine Idee und eine Innovation. In unserem Fall resultiert diese Innovation aus langjähriger Forschung, die wir zusammen machen, in Sachen Resistenz bzw. Anpassung von Pflanzen an Umweltstressoren wie Temperatur, Wassermangel, auch Pathogenbefall. Und bei dieser Forschung haben wir eine Methode benutzt, nämlich die Chlorophyllfluoreszenz, um die Stärke der Stressoren auf die Pflanzen feststellen zu können. Mit anderen Worten, wie sehr ist die Pflanze gestresst? Und während dieser Arbeiten haben wir eben herausgefunden, dass nicht nur die Fluoreszenz gute Signale liefert für die Stressbelastung, sondern auch die Reflexion bei einer gewissen Wellenlänge, die direkt korreliert mit der Stickstoffversorgung der Pflanzen. Mit anderen Worten, wir können dadurch, dass wir über einen Lichtpuls die Photosynthese anregen, direkt eine Antwort aus den Photosynthesevorgängen herauslesen, die uns die Stickstoffversorgung der Pflanzen wiedergibt. Der Vorteil ist, die Methode ist nicht invasiv, das heißt, wir beschädigen die Pflanze nicht und es ist sehr kurz, also unter einer Sekunde. Jetzt, welche Herausforderungen kann man angehen, wenn man weiß, wie gut die Pflanze mit Stickstoff versorgt ist? Wir hatten hier diese Grafik links in ähnlicher Art heute schon mal gesehen. Das sind die neuen planetaren Belastungsgrenzen für die Erde. Und wie Sie sehen, orange eingefärbt, Verlust der Biodiversität ist natürlich sehr stark, dass die Grenze überschritten ist, aber eben auch in Sachen Stickstoffeintrag in die Umwelt. Woher kommt das? Meistens oder die größten Einträge kommen natürlich durch die Landwirtschaft, durch Überdüngung. Das heißt, es wird nicht so gedüngt, dass 100% des eingebrachten Stickstoffs auch von der Pflanze aufgenommen werden. Und zweite Herausforderung stellt sich natürlich dar, durch die immer weiter wachsende Weltbevölkerung, die gerne ernährt werden möchte. Und wie wir hier sehen, das ist eine Quelle von Goldman Sachs, 18% für die Ertragssteigerung könnte tatsächlich die bedarfsgerechte Düngung sein. Das heißt hier, wir haben es auch in dem vorigen Vortrag schon gehört, gibt es große Bestrebungen, das digital anzugehen und eine bedarfsgerechte Düngung zu gewährleisten. Jetzt gibt es natürlich für diese Herangehensweise schon diverse Ansätze. Wir hatten es auch gerade gehört, der Boden spielt eine große Rolle. Da wird natürlich der Stickstoff aufgenommen von der Pflanze. Das heißt, man kann Bodenproben ziehen, die analysieren und sehen, wie viel Stickstoff ist in dem Boden. Es gibt aber auch schon Bestrebungen, das digital an der Pflanze zu messen. Im Moment ist es so, dass vorwiegend die Chlorophyllfärbung, das heißt die Grünfärbung der Blätter herangezogen wird und dann mit Vergleichstabellen verglichen wird. Das heißt, je weniger grün, desto weniger Stickstoff steht zur Verfügung, so die Interpretation. Wobei natürlich die Grünfärbung der Blätter von vielen Faktoren abhängig ist, nicht nur von der Stickstoffversorgung. Unsere Methode ist eine biophysikalische Methode. Ich hatte es am Anfang gesagt. Das heißt, wir geben einen sättigenden Lichtpuls auf die Blätter, sodass die Photosynthese abläuft. Und wir können auslesen, sowohl die Fluoreszenzerscheinung als auch eben Reflexion, was unsere Innovation ist, die direkt mit der Stickstoffversorgung der Pflanzen korreliert. Welche Produkte haben wir im Sinn? Also zunächst mal Handgeräte, die sehr einfach zu bedienen sind. Damit können wir bedienen den Privatanwender. 80% der Hobbygärtner düngen zu viel, wie man weiß. Kommen wir gleich dazu im nächsten Dia. Wir wollen aber auch natürlich die professionellen Pflanzenbauer und Landwirte ansprechen. Und in der nächsten Weiterentwicklung dieses Systems wollen wir auch unsere Messköpfe an Traktoren, also fahrende Landmaschinen und auch an Drohnen installieren, sodass hier auch die großen Ackerflächen bedient werden können.
die Zielgruppen. Ich hatte es gesagt, auch die Hobbygärtner, also die Privatanwender wollen wir ansprechen. In der GfK-Umfrage von 2017 ist herausgestellt, alle die Leute, die täglich in ihrem Garten sind, also wir kalkulieren hier nicht mit Leuten, die einmal in der Woche ihren Rasen mähen, sondern tatsächlich sich täglich in ihrem Garten beschäftigen, sind 60 Millionen Hobbygärtner weltweit. Das heißt, die können wir bedienen, um ihnen zu helfen, ihre Pflanzen bedarfsgerecht zu düngen. Des Weiteren die Landwirtschaft, wobei wir hier sehen, dass nur 2% der weltweiten Ackerflächen größer 20 Hektar sind. Das heißt, für den Rest würden wir unsere Handgeräte anbieten. Wir denken da gerade an den asiatischen, afrikanischen Markt, wo es eben sehr kleine Ackerflächen hat. Und aber auch mit unserer Weiterentwicklung an Traktoren und Drohnen eben die Flächen, die größer als 20 Hektar sind. Und dann gebe ich weiter an Daniel Weber, der darf ja auch mal was sagen. Gut, klar. Also der Herr Berberich hat Ihnen jetzt schon mal vorgestellt, was wir im Sinn haben, wo die Probleme liegen und wie unser Produkt da weiterhelfen kann. Und zwar, natürlich gibt es verschiedene Nutzen. Erstens für den Anwender. Das ist ein einfaches und schnell anwendbares Verfahren, nicht invasiv. Das heißt, es muss nicht aufwendig was ins Labor eingeschickt werden oder was zermörsert werden, irgendwelche pH-Werte oder was auch immer gemessen werden, sondern sofort und zeitnah bekommt da der Anwender ein Ergebnis. Dadurch, dass es eine schnelle Anwendbarkeit gibt und man nicht lange warten muss, bis ein Ergebnis da ist, kann man sofort Gegenmaßnahmen einleiten, die zur höheren Pflanzenvitalität, zu mehr Ertrag und letztendlich dadurch, dass man gezielt düngt und nicht nur dann, wenn man denkt, jetzt wäre es mal wieder an der Zeit zu düngen, können natürlich dann auch Kosten gesenkt werden. Und die Abbildung unten links, die kommt Ihnen auch bekannt vor, das sind die UN-Nachhaltigkeitsziele. Die 17 Ziele, die aufgestellt wurden. Und natürlich bietet unser Produkt auch eine Chance, einen Nutzen für die Gesellschaft durch einen geringeren Ressourceneintrag. Das heißt, wir vermeiden eine Überdüngung, dadurch auch eine höhere Nahrungsqualität, weil Überdüngung bedeutet ja auch, dass es im Nahrungsmittel landet. Ein sauberes Trinkwasser, wenn weniger Nitrat in das Grundwasser gelangt, wird das auch sauberer. Die Bemühungen von Wasserwerken, das Ganze wieder rauszukriegen, können dadurch auch reduziert werden. Und ganz wichtig für die Gesellschaft ist natürlich, dass die Welternährung dadurch gesicherter wird. Gut, wie sieht das Ganze inzwischen aus? Also das kleine graue Kästchen haben wir in der Anfangsfolie gesehen. Also wir sehen, es sind noch in einem relativ unscheinbaren Gehäuse platziert, aber es funktioniert schon, das ist ein funktionierender Prototyp. Und hier in der Mitte sehen Sie ein Gehäuse, in das dann verpackt wird. Das heißt, das Gerät wird auch einen Bildschirm beinhalten, auf dem die grundlegenden Erkenntnisse, das heißt Düngen, ja, nein, Vitalität, in welcher Form sie besteht, gezeigt werden kann und natürlich auch, wir leben in einer modernen Welt, auch das Ganze dann auf einem Tablet oder auf einem Mobiltelefon per App anzeigbar ist. Das hat den Vorteil, dass man dann cloud-basierte Lösungen anbieten kann. Jedes Tablet, jedes Telefon liefert automatisch die GPS-Daten, Zeit. Und dadurch kann man natürlich den Standort und den Zeitpunkt der Messung mitkalibrieren. Und das ist natürlich vom großen Vorteil, wenn da Daten vorhanden sind und auch jederzeit abrufbar sind. Wie weit sind wir mit unserer Entwicklung? Wir sind jetzt seit 3 Monaten von der DBU gefördert im Green Startup Sonderprogramm. Das hat uns sehr weitergeholfen. Unser Prototyp ist inzwischen in einer Phase, in der das Gehäuse gerade designt wird von einem Produktdesigner. Die technische Entwicklung wird zur Serienreife vorangetrieben, sodass wir sehr zuversichtlich sind, dass wir Mitte nächsten Jahres mit dem Verkaufsstart beginnen können.
Damit bedanke ich mich recht herzlich. Und vielen Dank fürs Zuhören und für weitere Fragen steht es selbstverständlich zur Verfügung. Vielen Dank Ihnen beiden. Wie gesagt, Fragen stellen wir gleich hinterher. Und damit kommen wir nun erst zu unserem dritten Vortrag in diesem Block, der diesmal kein Startup ist, sondern ein sogenannter Startup-Förderer. Das Seedhouse ist ein Startup-Accelerator mit Schwerpunkt für die Bereiche Agrar, Food und Digital. Es unterstützt Startup-Teams in ihrer Entwicklung hin zu einem tragfähigen Geschäftskonzept. Und Tim Siebert ist Startup-Manager beim Seedhouse und wird uns nun gleich das AgroTech Valley vorstellen, einen Zusammenschluss verschiedener Akteure aus dem Bereich der Agrarsystemtechnik. Herr Siebert, schön, dass Sie da sind. Und ja, jetzt moin. Erzählen Sie uns doch einmal, was genau sich hinter diesem AgroTech Valley verbirgt. Ja, vielen Dank. Kurzen Moment. Ich bin hier gerade rausgeflogen. Ich muss mein Bildschirm wieder neu freigeben, teilen. Sehen Sie was von mir? Vom Bildschirm? Ja, allerdings nicht im Präsentationsmodus. Ja, das müsste dann jetzt gleich hoffentlich funktionieren. Sehen Sie es jetzt? Ja, wunderbar. Okay, perfekt. Kurzer Moment. Vielen Dank schon mal für die Anmoderation. So, jetzt muss ich das hier noch kleiner machen. So, ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit. Ich hoffe, ich sehe jetzt gerade vom Zeitplan, eigentlich müsste ich in 7 Minuten fertig sein. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Genau, es wurde eingangs schon erwähnt, wir sind ein Accelerator und fördern Startups in den Bereichen Agrar, Lebensmitteltechnik und Digitales. Dementsprechend bin ich durch meinen Job jetzt 2 Jahre hier schon dem ein oder anderen Problemchen über den Weg gelaufen, des Startups begleitet auf dem Weg, die Landwirtschaft zu digitalisieren. Und ich hoffe, da kann ich heute einiges teilen. Genau, ein Startup-Zentrum oder ein Accelerator, was wir sind, muss man sich so vorstellen, wir sind der Bob, den die Startups nutzen können, um ihre Ideen schneller an den Markt bringen zu können. Wir öffnen dadurch Netzwerke und fördern auch in Richtung Geld, was Beteiligungen angeht und machen schnüren so ein rundum sorglos Paket für junge Gründerinnen und Gründer in den entsprechenden Bereichen. Es gibt 3 Besonderheiten, die ich kurz erwähnen möchte, was uns von allen anderen in Deutschland, sage ich mal, in dem Bereich abgrenzt. Wir haben zum einen eine funktionierende Dreiecksbeziehung installiert bei uns zwischen der öffentlichen Hand, das bedeutet die Wirtschaftsförderung, das Land Niedersachsen, und auf der anderen Seite eine Beteiligungsgesellschaft formiert aus 30 Unternehmen, die jeweils 50.000 Euro in den Topf geworfen haben, um dieses Projekt überhaupt an den Start zu bringen. Und da sind auch zu einem Drittel große Landmaschinenhersteller dabei. Und und der dritte im Bunde sind die Startups, die wir jetzt in den letzten 2 Jahren durchgeschleust haben, von denen auch wiederum ein Drittel im Agrarbereich ansässig sind. Und der nächste, die wichtige Besonderheit ist einfach dieser Fokus, den wir haben. Agrar, Food, Digitales ergänzt sich wunderbar, weil wir jetzt schon sagen können, aus dieser kleinen Existenzzeit, die wir bisher hatten, dass fast alle Unternehmen aus dem Bereich Agrar und Food eine digitale Komponente mitbringen. Und so ergänzt sich das ganz wunderbar, was die Problemstellung angeht im Hintergrund, wenn sich die Startups untereinander bei uns vernetzen und an den gleichen Themen arbeiten. Diese 3 Schwerpunkte haben aber auch eine Türöffnerfunktion gehabt, um diese Unternehmen einzusammeln, die wir bei uns quasi mit den Startups vernetzen. Wir sind nämlich hier eine Fokusregion, wie vorhin schon erwähnt. Wir nennen es ganz drollig AgroTech Valley mit einem Augenzwinkern. Weil wir alle Unternehmen oder sehr viele Unternehmen entlang der Nahrungsmittelwertschöpfungskette im Nordwesten Deutschlands vereinen und diese dann hier zusammenbringen mit den jungen Wilden quasi, die dann nicht nur in Berlin, München und sonst wo sitzen, sondern wir holen sie quasi in die Region, um sich mit den Unternehmen auszutauschen. Und Startups wie Unternehmen haben das Problem der Digitalisierung vor der Brust. Ich habe das mal hier in 3 thematische Silos aufgeteilt, um das ein bisschen zu strukturieren für den weiteren kurzen Vortrag. Startups digitalisieren die Landwirtschaft einmal über Agrartechnikhersteller. Das ist eine große Rutsche. Und die zweite ist es die Digitalisierung direkt über Angebote, die sich an den Endkunden, also den Landwirt richten. Und wenn ich am Ende noch Zeit habe, würde ich noch kurz grundsätzlich sagen, grundsätzliches zu Beobachtungen, die wir in diesem Rahmen gemacht haben.
Genau. Also das erste Silo, da geht es quasi um Add-on-Lösungen. Also die Startups, die digitale Lösungen anbieten, sind ganz stark abhängig von einem Agrartechnik-Hersteller, der sie quasi onboarden muss. Und das bringt natürlich Vor- und Nachteile, was zum Beispiel die Verkaufskanäle angeht. Die sind dadurch natürlich schon einfach gesetzt. Aber diverse Nachteile, weil man sich natürlich auch abhängig macht an wenige große. Ich wollte es ähnlich herleiten wie Herr Petow vorhin durch die Geschichte, warum überhaupt eine Nachfrage bei diesen großen Herstellern für Digitalisierungslösungen besteht. Also es fing früher ganz mechanisch und unmotorisiert an, dann wurde es motorisiert und heute stehen wir dann quasi bei solchen Maschinen, die teilweise Selbstfahrer sind oder bei solchen Maschinen. Und da ergeben sich im großen Stile ganz viele Fragen der Digitalisierung, die es zu klären gilt. Und diese Landtechnikhersteller, die sind ganz oft aus Schmieden früher entstanden und das sind wirklich so richtig gute Techniker oft. Aber diesen Sprung und die Finesse, die es teilweise braucht, um ein geschärftes digitales Produkt auch onzuboarden, die lagert man oftmals auch jetzt schon aus. Also zum Beispiel, es sollte jetzt hier keine Werbeveranstaltung für die Firma Grimme sein, aber viele Landtechnikhersteller haben sich zusammengetan und haben zum Beispiel einen Verein wie das CC Isobus gegründet, um dieser Fragestellung, um diese Digitalisierung Herr zu werden. Und das zeigt einfach, wie offen man ist, einfach zu kooperieren und von außen Kompetenzen zu bündeln und ins eigene Unternehmen fließen zu lassen. So, was bedeutet das für die Startups? Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, die wir konkret bei uns betreut haben. Ein entscheidender Vorteil sind natürlich die Vertriebsstrukturen, was ich vorhin schon gesagt habe. Entscheidender Nachteil ist die Abhängigkeit. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf der linken Seite sehen wir ein Startup, das hat ein Agri-Infotainment-System entworfen, was in den Führungskabinen der Landmaschinen verbaut werden sollte. Da wurde dann ganz eng und mit ganz großer Offenheit zusammen mit den Landmaschinenherstellern entwickelt, verprobt, Schnittstellen wurden eingerichtet. Man musste sich allerdings auch an gewisse Qualitätsansprüche der Hersteller richten, CE-Prüfung, TÜV, gewisse Materialien durften nur verwendet werden. Also es ist schon eine gewisse Hürde, da reinzukommen. Aber nichtsdestotrotz, sie haben am Ende ein funktionierendes Produkt gebaut. Und es ist am Ende daran gescheitert, dass diese großen Hersteller ein internes Auditing haben und natürlich gucken, Mensch, das ist jetzt ein Startup, die sind gerade neu am Markt, schaffen die es in 7 Jahren, uns noch Ersatzteile für dieses Ding zu liefern? Da wurde dann der Scoring-Wert sehr weit unten angesetzt und dadurch wurde dann der Auftrag quasi nicht freigegeben. Und das ist was man auf jeden Fall bedenken muss, dass es erstmal eine ziemlich harte Nuss zu knacken gibt, um da reinzukommen, weil es einfach große etablierte Unternehmen sind, die sich natürlich auch auf ihre Zulieferer verlassen müssen. Genau, und auf der rechten Seite etwas Ähnliches, da ging es um eine Erntewächterfunktion, also mittels Radarsensorik sollte ins Feld geschaut werden, die oben auf der Führerkabine installiert wird, um dann zum Beispiel Rehkitze oder Fremdstoffe frühzeitig zu erkennen, die dann nicht das Mähwerk beschädigen. Soweit so gut, es wurde auch vertestet, es hat auch schon teilweise funktioniert. Das Feedback war aber ein ähnliches der Landmaschinenhersteller, dass es ein etwas zu großer Wurf wäre, das zu integrieren in die bereits fertiggestellte Technik und dass man da noch weiter forschen müsste und also ein bisschen verhalten. Da hatten wir in dem Fall das große Glück, dass wir auch viele Lebensmitteltechnikunternehmen haben und konnten das Startup so ein bisschen umwandeln und jetzt verbauen sie quasi diese Radar-Analysetechnik in der Lebensmitteltechnik. So, und dann haben wir hier noch ein Twitter-Startup, das quasi den Übergang bereitet. Es gibt nämlich auch Startups, die quasi auf beides, von beiden Seiten abhängig sind. Das ist auf der einen Seite einmal die Verbindung, also sie fliegen hier mit einer Drohne über einen Acker, kartieren diesen und sehen zum Beispiel Beikräuter, um dann genau mit den Spritzen der Hersteller zu kommunizieren, wie viel Spritzmittel quasi eingesetzt werden muss. So, jetzt muss man einmal das mit den Schnittstellen klären, mit den Herstellern und auf der anderen Seite muss man die Landwirte überzeugen, dass sie diese Drohnen dann auch mit in ihren Fuhrpark aufnehmen. Und das ist dann schon ein etwas größerer Wurf. Genau, und so kommen wir dann quasi über dieses Twitter-Startup, was beides ansteuert, auch wieder auf Startups, die nur Richtung Landwirten tendieren. So, und digitale Lösungsansätze von Startups, die sich direkt an Landwirte orientieren, haben ganz andere Herausforderungen. Ich gebe einfach mal drei Beispiele.
Flach ausgedrückt müssen die Startups quasi das Sprachrohr zwischen Informatik und Landwirt sein. Da liegt oftmals ganz viel dazwischen. Also wenn dann zum Beispiel ein Biotechnologe oder ein Informatiker dann wirklich beim Landwirt steht und dem Landwirt erklärt, was er denn für Bedürfnisse hat, ist es manchmal schwierig. Dann ist die Landwirtschaft nicht, oder beziehungsweise die Landwirte sind nicht technologieavers, sondern vertrauen auf ganz einfache Kosten-Nutzen-Analyse. Und das zeigt sich aber oft erst, wenn man anfängt, das Produkt eines Startups zu benutzen. Und dann ist so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem, was man hat, wenn man eine schöne Plattform gebaut hat. Man muss halt auch erstmal dann die Kunden drauf haben. Ne? Was ist zuerst da? So, und viele Landwirte fühlen sich auch ein bisschen überschüttet mit vielen neuen Lösungen, vielen neuen innovativen Ansätzen und können sich gar nicht richtig entscheiden, ja, was ist denn jetzt das Richtige für mich, und verharren erstmal ein bisschen und warten ab, bis sich zum Beispiel eine Marktführerschaft in der Technik herauskristallisiert, wo man dann ähnlich wie die Hersteller darauf vertrauen kann, dass man auch weiterhin Support bekommt, wenn man sich für eine Lösung entscheidet. Genau, so. Und was können also digitale Lösungen für Landwirte sein? Da haben wir einmal die Möglichkeit, quasi eine Hardware mit digitalen Implikationen bereitzustellen als Startup. Das sind ganz oft Insellösungen, die sich auf Nischenprobleme konzentrieren, die die großen Systemhersteller noch nicht adressiert haben. Das kann Bodensensorik sein, Messtechnik, Warnsysteme, Kontrollsysteme, oder andere Hardwarelösungen. Ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht von uns, das ist Pharmascent. Die gehen mittels Aromatherapie in Schweineställe. Und das, was sich quasi bei Menschen bewahrheitet hat, quasi eine beruhigende Bewirkung, da laufen erste Tests in die Richtung, dass es sich bei Schweinen ähnlich verhält, und damit soll das Schwanzbeißen verhindert werden. So eine Maschine, die einfach Duftstoffe quasi extrahiert, die hat es auch schon vorher gegeben. Der Mehrwert hier ist quasi die digitale Komponente, die quasi Daten sammelt, erhebt und Empfehlungen ausspricht, wann der richtige Zeitpunkt für den Einsatz dieses Mittels ist, um Schwanzbeißen zu verhindern. Genau, eine Lösung, die rein digital ist, die also über Endgeräte abgebildet werden kann, ist zum Beispiel die Digitalisierung des Agrarhandels und hier im Genauen des Getreidehandels. Da hatten wir ein Startup, das sich das zur Aufgabe gemacht hat. Die sind losgelaufen, haben wirklich eine tolle Plattform gebaut, und dann merkt man auch, dass es Ideen, Startup-Ideen gibt, die hochinnovativ sind, die aber auch viele andere anziehen. Es gab dann nämlich kurz später schon einen Bericht in der F3, dass sich unter anderem 5 andere Startups in Deutschland alleine auf den Weg gemacht haben, ein ähnliches Produkt zu bauen. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, weil sich diese Leute natürlich auch vernetzen und dann vielleicht zusammen an einer Lösung arbeiten. Aber in diesem Fall hat es auf jeden Fall auch 3 große Player auf den Plan gerufen, die sich zusammengetan haben, um Ähnliches zu bauen. Und am Ende das Wettrennen, wer jetzt die Marktführerschaft quasi da für sich entscheidet, ist völlig offen. Interessant ist einfach nur, dass quasi der Impuls für diese digitale Erneuerung und ein wertvolles Produkt für den Landwirt quasi durch ein Startup in Bewegung gesetzt wurde. Genau, ich versuche dann einfach noch 2 Minuten meine grundsätzlichen Geschichten zu erzählen. Die sind vielleicht teilweise noch ganz interessant. Also ich habe mir einmal, Digitalisierung ist zwar der Trend, der gerade vorherrscht, und viele Lösungen haben das Potenzial, die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Es darf aber nicht darüber hinweg trüben, dass es wirklich um etwas nachhaltiger, also dass die Landwirtschaft jetzt noch nicht an einem Punkt ist, wo man sie wirklich flächendeckend als weitläufig nachhaltig betiteln könnte. Digitalisierung wie auf dem Schaubild ist nicht per se gut oder nachhaltig. Wenn Digitalisierung bedeutet, dass Bürokratisierung eher mehr als weniger wird und tagelang Excel-Tabellen vom Landwirt ausgefüllt werden müssen, ist das nicht gut. Wenn Digitalisierung dem Landwirt aber Zeit erspart bei administrativen Aufgaben, ebenso bei der Planung und dem Einkauf oder Prozessoptimierung, Automatisierung, dann ist das super. In den Fällen, in denen Digitalisierung für Transparenz von Märkten sorgt, ist es ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ergeben sich neue Möglichkeiten für vergünstigte Dienstleistungen und Waren, um diese zu beschaffen. Andererseits muss ich auf einem global vernetzten Agrarmarkt operieren, wo Angebot und Nachfrage an internationalen Terminbörsen bestimmt werden und ich nicht auf diese Marktintransparenz setzen kann, die jahrelang vorgeherrscht hat.
Genau, des Weiteren beschleunigt die Digitalisierung auch Skaleneffekte in der Landwirtschaft. Und ja, wer da nicht mitgeht, der könnte am Ende ganz gehen. Man sieht es hier auch in der Grafik. Es sind eher die größeren Betriebe, die digital avers sind. Es gibt zwar eine breite Offenheit bei vielen Landwirten, was Digitalisierung angeht, aber ja, der Strukturwandel und auch die Attraktivität für Startups, digitale Innovationen an den Markt zu bringen, ist bei größeren, betriebswirtschaftlich besser durchstrukturierten Betrieben doch ja, besser. Genau. Und zu guter Letzt dann nochmal einfach eine interessante Statistik bei uns aus dem Haus. Die lilanen Startups waren alle Startups, die was mit Agrar bei uns zu tun hatten. Und wir hatten ganz genau ein Startup, das nicht auch etwas, das quasi ein Produkt frei von digitaler Lösung angeboten hat. Das war Seed Forward, das ist eine Saatgutbeize, die komplett auf Chemie verzichtet und alles auf Biobasis quasi bestreitet. Und genau, mit dieser Lösung verlässt dieses Startup quasi den Acker besser, als es ihn vorfindet. Und wenn ich mir da jetzt mal so ein bisschen alles drumherum anschaue, was wir sonst an Lösungen hatten, dann muss ich sagen, war das wahrscheinlich die Lösung, die am meisten einen nachhaltig positiven Einfluss auf die Landwirtschaft hatte. Und genau, da würde ich mich einfach in Zukunft freuen, wenn auch da, weil das ein Projekt war, was 3 Jahre Forschungsarbeit vorher hatte, und sich erstmal durchfinanzieren musste, dass das auch ein bisschen in diese Richtung gefördert wird, dass da nicht nur digital draufstehen muss, um quasi Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten, auch aus Sicht der Startups. Genau, ja, das war es von meiner Seite. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Siebert, auch für Ihre Ausführungen. Und dann kommen wir jetzt einmal zur Fragerunde. Der Herr Saar hat sich leider schon verabschiedet. Aber wir würden noch einmal Phytoproof zurückholen. Und ich sehe auch schon, dass es im Chat auch schon einige Fragen selbst beantwortet wurden. Da möchte ich gerne noch mal einmal einhaken. Und zwar gab es die Frage an den Herrn Berberich und den Herrn Weber, wodurch sich Ihr Gerät von vorhandenen Systemen unterscheidet. Da haben Sie schon darauf geantwortet, wenn Sie das vielleicht noch einmal in die Runde machen könnten. Ich weiß nicht, ob es jeder gelesen hat. Und das vielleicht auch kombiniert mit der Frage, wenn Sie mit Landwirten zu tun haben und ein Landwirt Ihnen gegenüber mit Ablehnung reagiert und sagt, ich kenne aber meine Pflanzen besser oder ich mache das schon jahrelang, was entgegnen Sie diesem Landwirt, um ihn zu überzeugen? Ja. Also zur ersten Frage, was unterscheidet unsere Technik von dem, was bisher schon angeboten wird? Das kam wahrscheinlich zu kurz während des Vortrags. Und zwar, im Moment werden ja Methoden angeboten, die sich auf die Grünfärbung der Blätter oder die Biomasse, die die Pflanze hat, also die Bewertung vornehmen anhand der Grünfärbung bzw. Biomasse und was auch passiv ist. Und in unserem Fall ist es so, dass wir aktiv die Photosynthese anregen bis zur Sättigung und dann bei einer bestimmten Wellenlänge, die wir jetzt nicht unbedingt nennen wollen, weil das Patent noch nicht da ist, eine Reflexion auslesen, die direkt in Korrelation mit dem Stickstoffdüngezustand steht. Das heißt, hier ist es auch so, dass wir keine Referenzdatenbank brauchen. Bei der Grünfärbung ist es so, dass natürlich bei jeder Pflanzenart die Grünfärbung anders reagiert auf Mangelernährung. Und da eben eine Referenzdatenbank her muss von sehr gut versorgten Pflanzen, mit der das verglichen wird. Und bei uns ist es so, dass wir eben keine Referenzdatenbank benötigen, sondern direkt die Stickstoffversorgung auslesen können. Egal, welche Art das ist oder welche Sorte. Und was war die zweite Frage? Achso, wie wir einem Landwirt begegnen, wenn der sagt, brauche ich nicht, habe ich schon oder so in diese Richtung. Ja? Und dann, oder kenne meine Pflanzen, genau. Kenne meine Pflanzen, ja. Nicht gut genug. Ja? Also er kann sie noch viel besser kennenlernen, indem er tatsächlich die Stickstoffversorgung misst. Und er kennt wahrscheinlich die Pflanzen in Bezug zum Boden. Das heißt, Bodenproben ziehen, gucken, wie muss ich den Boden an Stickstoff anreichern, damit die Pflanzen besser wachsen. Und das ist natürlich, kam ja auch zur Sprache jetzt auch schon von verschiedenen anderen, dass es sehr schwierig ist, die Landwirte tatsächlich davon zu überzeugen, eine neue Methode anzuwenden, weil es da auch
so viele neue Sachen gibt, was ja auch gut ist. Und da kann man nur überzeugen, indem man eben die Messungen mit dem Landwirt durchführt und ihm zeigt, wo der Mehrwert ist. Und auf der anderen Seite darf die Investition auch nicht zu groß sein. Also letztendlich rechnet der Landwirt 4 hin, 3 im Sinn, und wenn dann mehr übrig bleibt als vorher, dann ist er da ganz angetan, aber wenn nicht, dann hat man da, glaube ich, keine Chance. Wie sehen Sie das, Herr Siebert? Ja, ganz ähnlich. Also okay. Es ist auch heterogen. Also Mund zu Mund ist immer eine ganz, ganz große Hilfe. Also wenn der erste überzeugt ist, dann fällt der nächste auch. Was ist denn Ihre Erfahrung, Herr Siebert, im Bereich oder in diesem Agrarsektor oder in der Zusammenarbeit mit Landwirten? Wo braucht er denn? Also Sie sprachen davon, dass Landwirte Überzeugungen brauchen. Wir haben auch schon gehört, dass Ökonomie immer oder häufig vorne steht. Ist es tatsächlich so, dass es häufig um diesen wirtschaftlichen Faktor geht, was natürlich verständlich ist, weil auch ein Landwirt ein Unternehmer ist? Oder sehen Sie noch andere Bereiche, in denen er Überzeugung braucht? Oder vielleicht auch einfach weitere Informationen, wenn es zum Beispiel um digitale Weiterbildung oder Wissensstand geht? Ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr komplexe Frage, die ich natürlich nicht irgendwie pauschal beantworten kann. Ich kann nur ganz grob sagen, dass es wirklich so ist aus unserer Erfahrung. Also wir informieren uns über andere Multiplikatoren, also zum Beispiel die Rentenbank oder andere, die quasi Karteien haben über Landwirte, die innovative Testbetriebe haben. Und die sind natürlich generell schon mal offener. Das ist dann schon mal ein leichterer Start, als wenn ich als Startup Kaltakquise beim nächstbesten Bauern vorspreche und versuche, den von meiner Idee zu überzeugen. So, und ebenfalls ist es dann einfach so, dass diese Testbetriebe oft wirtschaftlich so gut dastehen, dass sie sich den Luxus erlauben können, zwischendurch mal Sachen zu vertesten, die einfach ja, ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen und wo man nicht sofort einen wirtschaftlichen Rückfluss haben. Ne, das ist dann oft der Durchschnittslandwirt hat wahrscheinlich so viel um die Ohren, dass man den wirklich schon mit einer ziemlich kompletten Lösung abholen muss und nicht noch, hier willst du das noch mal ein bisschen testen und hier gib mir mal ein Feedback oder so, gibt es sicherlich auch. Aber das würde ich dann halt eher über diesen Weg gehen. Ne? Erstmal diese größeren, mit denen das zusammen entwickeln am besten. Vielleicht kommt es dann sogar zu Beteiligungen, was oft ganz interessant ist auch für Startups. Und wenn man dann wirklich fast ein serienfertiges Produkt hat oder das wirklich fertig ist, dann wirklich an die große Menge gehen. Herr Weber, Herr Berberich, wir haben jetzt 2 Startup-Beispiele gehört. Ein Startup hat sich mit dem Boden befasst. Sie befassen sich mit den Pflanzen. Sie haben allerdings dasselbe Ziel, Wassereinsparung, ressourceneffizienter zu wirtschaften. Würden Sie sagen, dass Sie beide eher Konkurrent sind oder wären Sie die perfekte Kombination auf dem Acker? Also wir kennen die Systeme natürlich schon von anderen Veranstaltungen und das andere Startup hatte das Remote Sensing, in dem es auch tiefer in die Böden gehen kann und Daten auslesen wie Wasserversorgung, Nährstoffe. Und da sehen wir eher eine Möglichkeit der Kooperation, weil wir ja erstens direkt an der Pflanze messen. Das heißt, man könnte jetzt einen Datensatz generieren von unseren Messungen und die vergleichen mit diesen Daten von der Remote Sensing Bodenbeschaffenheit. Und da sehe ich eher eine Chance, dass wir da zusammenkommen könnten und sozusagen diese Bodendaten anreichern können mit Daten der wirklichen Stickstoffversorgung der Pflanzen. Weil nicht immer auf jedem Boden kann die Pflanze entsprechend Stickstoff aufnehmen, wie er angeboten wird. Und da sehe ich schon eine gute Möglichkeit eigentlich, ja, die ganzen Daten zu verschneiden miteinander. Alles klar, dann würde ich an dieser Stelle, bedanke ich mich bei Ihnen für den Einblick in die Startup-Szene, in die digitale Möglichkeiten, die Sie auch vorgestellt haben. Und wünsche Ihnen noch weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und bei Ihrem Unternehmen. Und schön, dass Sie dabei waren. Wir haben also nun spannende Beispiele von Startups und Projekten gehört und erfahren, was digitale Innovationen bereits ermöglichen und auch leisten können. Und da wollen wir nun einmal tiefer drüber diskutieren, wie die Digitalisierung denn für eine nachhaltigere Landwirtschaft und vor allem auch im Kampf gegen die Klimakrise genutzt werden kann und welche Herausforderungen wir dabei auch im Auge behalten müssen.
Dazu begrüße ich erneut den Generalsekretär der DBU, Herrn Bonde, den DRG-Präsidenten Herrn Peto und sowie Frau Professor Bellingrad Kimura vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Und als weitere Teilnehmerin dieser Diskussionsrunde begrüße ich außerdem Frau Professor Hessel. Seit September 2018 ist Frau Professor Hessel Unterabteilungsleiterin sowie die Digitalisierungsbeauftragte im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Frau Professor Hessel, es wäre schön, wenn Sie sich zu Beginn vielleicht einmal vorstellen könnten und über Ihre Arbeit berichten und auch uns einen Einblick darüber geben können, welche Maßnahmen denn im BMEL angedacht sind, um tatsächlich die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. So, jetzt müsste man mich auch hören. Ja, vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viele Worte über mich erzählen. Ich kann ja ganz einfach sagen, ich bin jetzt seit 2018 im BMEL, so wie Sie es sagten. Und dort bin ich die Leiterin der Unterabteilung Digitale Innovation. Wir befassen uns in dieser Unterabteilung nicht nur mit der Landwirtschaft, aber auch mit der Landwirtschaft. Zusätzlich interessiert uns natürlich auch der ländliche Raum, wo die Landwirtschaft natürlich auch ist, die ressortübergreifenden Grundsatzfragen, aber auch die ganzen Rechte um die Daten herum, was wir heute auch schon diskutiert haben, die sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Was wir nun machen, wenn wir wieder zur Landwirtschaft kommen, wenn wir überhaupt über Digitalisierung in der Landwirtschaft reden. Digitalisierung heißt ja eigentlich immer verfügbar machen von digitalen Daten, die ich dann irgendwie auswerte. Also die Grundvoraussetzungen sind die Daten. Und wenn ich mit Daten arbeite und die auch irgendwie transferieren möchte, dann brauche ich die digitale Infrastruktur. Die haben wir ja auch schon angesprochen. Da liegt die Federführung nun nicht im BMBL für die digitale Infrastruktur von Deutschland, sondern die liegt im BMVI. Aber wir machen uns stark, dass der ländliche Raum nicht runterfällt, sondern auch, dass der ländliche Raum bei allen Strategien, die zurzeit auf Ressortebene erarbeitet werden und auch umgesetzt werden, ob es um die Mobilfunkstrategie geht oder ob das Konjunkturpaket zu 5G flächendeckend, da setzen wir uns eben dafür ein, dass der ländliche Raum und nicht nur die Haushalte, sondern auch die Fläche flächendeckend mit Mobilfunk versorgt werden wird. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung dafür. Die zweite Geschichte sind die Agrardaten, über die wir uns unterhalten. Und im Bereich der Agrardaten haben wir auch einige Initiativen. Wir beteiligen uns oder wir sind verantwortlich tatsächlich für Gaia X Domäne Agrar. Gaia X ist ja vielleicht ein bekanntes Projekt von BMW, wo es darum geht, eine Dateninfrastruktur zu schaffen. Und da gibt es eben eine spezielle Domäne für die Agrardaten. Des Weiteren haben wir gerade eine Machbarkeitsstudie am Laufen, wie eine Datenplattform von Agrardaten aussehen kann. Und da erwarten wir jetzt relativ zeitnah die Ergebnisse zu dieser Machbarkeitsstudie. Wir haben im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft Anfang Dezember einen Workshop, wo es auch um Agrardaten geht, gerade die Datenhoheit, die Nutzungsrechte, Souveränität, aber auch, wie wir weiter mit APIs arbeiten können, dass wir tatsächlich Open Data zur Verfügung stellen, der öffentlichen Daten. Also dieses ganze, der ganze Komplex rund um die Daten, der ist von großem Interesse bei uns. Und dann machen wir natürlich viel Projektförderung im Bereich Digitalisierung in der Landwirtschaft. Wahrscheinlich kennen alle die Experimentierfelder. Wir haben 14 Experimentierfelder zurzeit etabliert, die darauf abzielen, Forschungsergebnisse aus zahlreichen Forschungsprojekten, die wir in den letzten Jahren gefördert haben, tatsächlich auch mal in die Praxis zu bringen und unter Praxisbedingungen zu prüfen, der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, einfach sichtbar zu machen der Gesellschaft, was man mit Digitalisierung erreichen kann. Weiterbildung ist da auch gefragt für die Landwirte, für die Interessierten. Und das ist uns ein großes Anliegen, dass wir wirklich alle mitnehmen in diesem Bereich. Ein weiterer Punkt, Sie müssen mich einfach bremsen, wenn ich Ihnen zu viel erzähle. Also ich könnte noch eine Menge. Wir haben Kompetenznetzwerk Digitalisierung, wo wir ganz viele Experten zusammen getrommelt haben aus den Experimentierfeldern, aber auch aus der Ressortforschung und aus den Verbänden, wo wir uns austauschen über die aktuellen Fragen der Digitalisierung. Und wenn wir denn spezielle Fragen haben, dass wir da Unterarbeitsgruppen gründen, um die zum Beispiel mal anzugehen. Im Moment haben wir eine Unterarbeitsgruppe zum autonomen Fahren. Autonomes Fahren, wo es ja auf der Straße diskutiert wird und längst noch nicht gang und gäbe ist, gibt es ja mittlerweile auf dem Acker. Auch darüber reden wir.
Also es ist eine Menge. Wir haben ein Bundesprogramm für Digitalisierung in der Landwirtschaft, wo wir extra Gelder eingestellt haben, um Digitalprojekte zu fördern. Und wenn wir mal rückblicken, Digitalisierung in der Landwirtschaft ist ja irgendwie nichts Neues. Das ist nur im Moment ganz en vogue. Aber wir machen das seit 30 Jahren und wir haben da eine Menge Erfahrung in dem Bereich. Und wir fördern im Ministerium zahlreiche Projekte im Bereich Digitalisierung. Früher hieß es nur Sensortechnik, früher hieß es auch nicht KI, sondern da hat man Algorithmen entwickelt. Sondern es ist jetzt einfach gang und gäbe, wir in der Landwirtschaft kennen das eigentlich schon lange. Ja, da würde ich direkt einmal einhaken, weil wir eine Frage bekommen haben, wie denn bei der Förderung und Entwicklung entsprechender Projekte auch darauf geachtet wird oder achten Sie darauf, solche Projekte besonders zu fördern, die Open Source anbieten? Also Open Source Projekte, dass die Datenkontrolle weiterhin beim Landwirt bleibt, ist das ein Kriterium, nach dem Sie vorgehen? Ja, sind das Projekte oder sind die Daten in der Praxis bei den Landwirten? Da muss man erstmal unterscheiden und ich vermeide das auch von Daten zu sprechen, sondern wir müssen immer differenzieren, von welcher Art von Daten wir überhaupt sprechen. Reden wir von öffentlichen Daten, reden wir von personengebundenen Daten, reden wir von Betriebsdaten, die sind selbstverständlich alle anders zu behandeln. Öffentliche Daten und Forschungsdaten, das liegt uns sehr am Herzen, dass wir die auch öffentlich zur Verfügung stellen. Da gibt es ja das FAIR-Prinzip. Und nach dem FAIR-Prinzip, dass sie wirklich wiederfindbar, dass sie readable sind, accessible sind, all was dazugehört zum FAIR-Prinzip, das ist uns ein Anliegen in unserer Forschungsförderung. Und zurzeit arbeiten wir hatten ein Projekt bei Tech for Germany, das ist eine Initiative vom Bundeskanzleramt. Da haben wir uns beworben und aus 60 Bewerbungen wurden 8 Projekte ausgewählt, 1 aus dem BMBL, wo wir jetzt eine Schnittstelle geschaffen haben, um die Pflanzenschutzdatenbank maschinenlesbar zur Verfügung zu stellen. Das haben wir in den letzten, das haben wir jetzt in den letzten 3 Monaten gemacht. Wir sind mit dem Projekt noch nicht durch. Wir wollen noch mehr Informationen nicht nur zur Verfügung stellen, sondern auch die Inhalte maschinenlesbar machen. Und da wird es ein Folgeprojekt jetzt geben. Und das ist nur der Anfang. Wir selber haben im BMBL beziehungsweise in den nachgelagerten Behörden eine Vielzahl von Daten, die wir der Öffentlichkeit, so wie es auch die Bundesregierung möchte, öffentliche Daten zur Verfügung zu stellen. Und da machen wir jetzt den Piloten, dass wir es umsetzen werden. Das ist ja jetzt aktuell in der Datenstrategie der Bundesregierung, die zurzeit ausgehandelt wird, ja auch eine große Forderung. Zum Thema Daten und Sicherheit würde ich da einmal eine Frage an die Frau Professor Bellingrad-Kimura übergehen. Und zwar zurück zu Ihrer App, die Sie vorgestellt hatten, die NAT-App. Da hatten Sie gesagt, dass die App unhackbar sei und kommerziell zur Verfügung gestellt werden sollte. Da würde mich doch mal interessieren, wie möchten Sie das bewerkstelligen und was steckt dahinter, dass die App tatsächlich unhackbar ist? Ich hatte nicht gesagt, dass es unhackbar ist, das kann niemand garantieren. Ich hatte nur gesagt, dass die Sicherheit garantiert werden muss. Bei vielen Projekten, die wir mit Landwirten zu tun haben, ist die Datensicherheit eine der wichtigsten Punkte. Und die NAT-App soll auch auf keinen Fall Daten aufsaugen, die zu irgendeiner nicht abgesehenen Kontrolle benutzt werden. Natürlich für die Kontrolle der AOKM-Maßnahmen, die Sie beantragten, ja, aber nicht um die Fahrten zu überwachen, wo fahren Sie hin oder so, eben nicht andere Aspekte. Und dieser Teil, ich wollte nur dazu sagen, dass es ein wichtiger Teil ist, oder fast der wichtigste Teil dabei, der auf jeden Fall sehr hoch bewertet wird und beachtet wird, mit den bestmöglichsten Mitteln, die vorhanden sind. Ich kann nicht garantieren, dass es unhackbar ist, es alles Mögliche wird gehackt, aber es muss die Sicherheit geben, dass es zum Beispiel lokal gesichert wird oder eine Rückkopplung gibt, dass es dann eine Sicherung von zu Attacken gibt, es die bestmöglichen Mittel da auch eingesetzt werden. Und von Elektronikkollegen, zum Beispiel IHP von Leibniz-Instituten, meinten, sowas wäre schon machbar, möglichst unhackbar zu machen, aber man kann das natürlich nicht garantieren. Aber das ist einer der wichtigsten Punkte bei solchen Apps und auch Informationen zu Apps zu bilden, dass da die persönliche Datensicherheit und dass die Daten, die die Landwirte freiwillig geben, auf jeden Fall
vielleicht lokal oder mit höchster Sicherung behandelt werden. Ja, vielen Dank. Dazu auch mal eine Frage an den Herrn Peto. Und zwar zum Thema, also wir haben jetzt über das Hemmnis gesprochen, Datensicherheit. Sie hatten zuallererst auf den Tisch gebracht, dass die Ökonomie tatsächlich der Nachhaltigkeit hinten ansteht. Wir diskutieren hier ja vor allem auch vor dem Hintergrund, wie schaffen wir es, die Digitalisierung zu nutzen, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. Was würden Sie da sagen, wie können wir das bewerkstelligen? Was tun Sie da vielleicht auch schon in diesem Bereich? Und Sie hatten auch gesagt, dass Nachhaltigkeit bewertet und bezahlt werden müsste, damit sie aufholt der Ökonomie gegenüber. Wer soll das tun? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich muss zunächst mal was gerade rücken. Tatsächlich, also Ökonomie ist für uns jedenfalls nach wie vor noch einer der drei Bestandteile der Nachhaltigkeitsdefinition. Ja. Steht der Nachhaltigkeit, kann sie gar nicht entgegenstehen, weil sie Teil derselben ist. Und insofern, der Konflikt liegt ja eher darin, dass wir die beiden anderen Bereiche der Nachhaltigkeit, nämlich soziales und ökologische Nachhaltigkeitskriterien, bisher nicht in unsere ökonomischen Regelungsmechanismen eingebaut haben. Das ist der Mangel. Und die Antwort darauf, das ist auch nun schon reichlich diskutiert, ist natürlich ein ökologisch-sozialer Umbau unserer marktwirtschaftlichen Prinzipien. Und dann kommen wir zu dem Punkt, Nachhaltigkeit muss bezahlt werden. In einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft haben natürlich Gemeinwohlleistungen wie ökologische Leistungen oder soziale Leistungen eben auch einen Preis. Wir können nicht anders regeln als über Preise oder über Ordnungsrecht, das haben wir vorhin aber schon besprochen. Und deshalb, das ist die Herausforderung, das einzubauen. Ich will das mal ganz praktisch festmachen. Ich hatte Ihnen vorgestellt, das digital unterstützte Verfahren zur Nachhaltigkeitsbewertung auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das morgen im Rahmen eines Green Accountings in der Landwirtschaft ein Teil der Bewertungen ist, die dazu führen, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb Subventionen kriegt. Das wäre zum Beispiel ein Weg, einer der denkbaren Wege, wie man Nachhaltigkeitsleistungen bepreisen kann. Und wie man dann die unternehmerische Energie der Landwirte auf diese Felder lenkt. Denn dann sagt der Landwirt natürlich sofort, oh, guck mal, hier ist eine digitale Innovation, mit der kann ich zwar nicht unmittelbar mehr ernten oder Arbeit sparen, aber ich kann Nachhaltigkeitsleistungen erzeugen. Und wenn ich die im Rahmen eines solchen Verfahrens entgolten kriege, dann geht die Investitionsrechnung auf und dann fange ich an, mit der digitalen Innovation zu arbeiten. Das ist der Ablauf, den wir uns so vorstellen. Da gibt es ein paar Bedingungen dafür, die eine habe ich genannt, nämlich, dass die Politik Rahmenbedingungen schafft, dass da auch tatsächlich incentiviert wird. Der zweite Punkt ist, und den hatte ich eben schon mal im Chat angesprochen, die Innovationen müssen eben auch bewertet werden. Das kann nicht jeder landwirtschaftliche Anwender alleine tun. Deshalb gibt es bei Frau Professor Hessel die Experimentierfelder. Deswegen gibt es aber auch andere Organisationen, die Bewertung von Innovationen durchführen. Ganz praktisches Beispiel. Wir haben gerade geprüft bei der DLG einen Sensor, der Nährstoffe im Durchlauf in der Gülle misst, ein NIRS-Sensor. Wenn das nicht jemand geprüft hat, jemand unabhängig ist, und das gilt für zwei unserer Innovationen, die wir heute gesehen haben, auch, dann weiß ich als Landwirt ja nicht, sag mal, habe ich dann eigentlich mit Zitronen gehandelt unter Umständen, wenn ich mir das einkaufe, weil das gar nicht sein Versprechen einhält, dieses Produkt. Und deshalb ist das eine weitere Rahmenbedingung. Prüfen, Qualitätsanalyse. Das ist auch eine in weiten Bereichen hoheitliche Aufgabe, jedenfalls in so einem zersplitterten Sektor wie der Landwirtschaft. Ein Unternehmen, ein großes Unternehmen, was seinen Einkauf entsprechend hierarchisch organisiert hat, das kann Qualitätsmanagement im Einkauf selber machen. Landwirtschaftliche Betriebe können das nur schwierig. Deshalb haben wir eben so Organisationen und Organisationsstrukturen. Und das wäre so auch eines meiner großen Anliegen jetzt auch an die weitere Entwicklung. Digitale Verfahren, wir müssen alle zusammen ein Prüfverfahren entwickeln, wie wir digitale Verfahren auf ihre Eignung für die Nachhaltigkeit prüfen und bewerten, wie im Kühlschrank, A bis D. Und dann sagen können dem Landwirt, wenn du ein Verfahren einkaufst, was mit A bewertet ist, dann tust du was für deine betriebliche Nachhaltigkeit. Das wäre so mein Ziel. Und damit kriegen wir diesen von Ihnen gerade angesprochenen Gegensatz, den es nicht gibt, zwischen Nachhaltigkeit und Ökonomie ein Stück weit aufgelöst. Danke.
Wenn Sie sagen, die Politik muss da auch Rahmenbedingungen schaffen, vielleicht die Frage an Frau Professor Hessel, auch vor dem Hintergrund, dass sich gerade das Start-up nochmal aktiv gewünscht hat, dass die Politik proaktiv und eine Verpflichtung zur Stand der Technik hat. Würden Sie sagen, dass die Politik da aktuell noch der Wirtschaft in dieser Entwicklung hinterher ist? Oder stimmen Sie dem gar nicht zu und sehen da gar keinen Aufholbedarf? Ich weiß jetzt nicht, wo die Politik der Wirtschaft hinterher sein soll, in welchem Bereich jetzt. Das ist ja auch wieder eine sehr undifferenzierte Frage, die Sie gerade stellen. Wie meinen Sie das konkret? Also wenn es darum geht, tatsächlich aktuelle technische Fortschritte zu bewerten oder auch wenn wir über diese Rahmenbedingungen sprechen, dass Aspekte einfach außer Acht gelassen werden oder wo kann die Politik da einsetzen und auch noch fördern, dass zum Beispiel auch kleine landwirtschaftliche Unternehmen nicht hinten abgehängt werden, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Das ist ja wieder ein anderer Punkt, den Sie ansprechen. Also Digitalisierung ist nicht unbedingt abhängig von der Größe des Betriebes. Weil auch bei der Digitalisierung müssen wir uns immer vor Augen halten, wenn wir über Digitalisierung reden. Wir haben unterschiedlichste Technik, die wir in dieses große Wort Digitalisierung reinbringen. Gerade wenn ich im Milchviehbereich zum Beispiel gucke, da sind es eher die kleinen Betriebe, die hochdigital unterwegs sind. Wenn Sie gucken, wer die automatischen Melksysteme hat und seit Jahren schon im Betrieb hat, dann sind es die kleinen Betriebe in Baden-Württemberg und in Bayern, die das nutzen, die Technik. Und dann gibt es natürlich andere Technik, die eher vielleicht bei größeren anzutreffen sind, wenn es jetzt in der Außenwirtschaft ist. Aber auch da gibt es ja andere Optionen. Da muss ich ja nicht unbedingt die Maschinen selber nutzen oder besitzen, sondern ich kann sie auch überbetrieblich einsetzen. Also es ist, glaube ich, fatal zu sagen, Digitalisierung ist nur für groß oder für klein. Das muss ich differenzierter angucken. Es gibt ja auch viele Apps, wo ich öffentliche Daten nutzen kann und dann tatsächlich mit Vorhersagemodellen arbeiten kann oder wie auch immer Entscheidungsmodellen. Und da ist es auch größenunabhängig wieder. Es hängt wirklich davon ab, über welchen Bereich wir sprechen. Und dasselbe ist eben auch mit Technik und Maschinenhersteller oder Politik. Wo wir bei der Politik was sehen können, ist einfach die Digitalisierung, die Daten, die anfallen etc., alles so rund um die Rechte der Daten, die Nutzungsrechte. Ich mag auch nicht gerne das Wort Dateneigentum haben. Ich persönlich jedenfalls mag es nicht so, sondern ich rede da lieber von Nutzungsrechten, weil Daten sind ja nie aufgebraucht. Es ist immer nur die Frage, wer kann alles diese Daten nutzen? Und die Nutzungsrechte, wenn die denn bei den Landwirten sind und die Landwirte können die dann freigeben. Aber es gibt halt viele ungeklärte rechtliche Fragen, wem die Daten gehören. Bei den personenbezogenen Daten ist es nicht mehr so, aber bei anderen Daten ist es so. Und deswegen haben wir ja auch, hatte ich vorhin gesagt, Anfang Dezember im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft diesen Workshop um diese Daten, wie wir mit denen umgehen können. Aber auch da wirklich differenziert reden, über welche Daten rede ich. Und wie kann man dann gewährleisten, dass es nicht in die Ausführung kommt, dass ganz viele verschiedene Anwendungen verschiedene Daten erheben, dass man, wie eben schon angesprochen wurde, dass man vielleicht auch die Verknüpfbarkeit der Daten gewährleistet und nicht für jedes einzelne Tool eine eigene Excel-Tabelle hat oder alles dann doch dreifach eingeben muss. Ja, das ist natürlich auch ein Ziel, was wir verfolgen. Das ist auch so ein Ziel, dreifach eingeben, jetzt zum Beispiel, wenn es um Bürokratieabbau geht, dass man nicht x-mal eingeben muss oder dass man nicht mit unterschiedlichen Verfahren arbeiten oder mit unterschiedlichen Plattformen arbeiten müssen. Das ist auch ein Ziel von Gaia X tatsächlich. Gaia X will eine Infrastruktur bereitstellen. Man muss sich das so vorstellen wie eine Autobahn. Und auf dieser Autobahn werden halt Logistikprodukte hin und her gefahren. Und wir sind dafür, wollen diese Autobahn einfach herstellen. Das ist ein Ziel davon. Und es gibt ja auch zwischen unterschiedlichen Unternehmen ja bereits auch schon solche Abkommen, wo die miteinander arbeiten, wo die APIs haben, wo man Daten hin und her transferieren kann. Und unser Ziel ist tatsächlich auch mit den öffentlichen Daten umzugehen, dass wir tatsächlich mit Schnittstellen arbeiten können, dass wir alle zusammen auf einer Plattform sitzen. Nur so können wir ja auch kleineren Start-up und neuen Geschäftsmodellen überhaupt die Daten zur Verfügung stellen. Aber das ist ein Prozess, an dem wir jetzt im Moment arbeiten und wo wir natürlich die Wirtschaft mit ans Boot holen müssen. Und Gaia X, das spricht auch die Wirtschaft mit an. Das ist also nicht eine Sache, wo nur die Politik drin sitzt.
Wir haben gerade schon über Innovationen gesprochen und dass Innovationen gefördert werden müssen. Deswegen eine Frage an Sie, Herr Bonde. Was kann auch die DBU da tun? Wie kann sie unterstützen, dass die Technik und diese innovativen Ideen da tatsächlich in die Praxis gelangen und nicht bildlich gesprochen, dass wir statt einem analogen Ordner einen digitalen Ordner in unserem Regal verschwinden lassen? Wir können da als Stiftung natürlich nur einen kleinen Teil machen. Und ich hatte es vorhin gesagt, den wir uns vorgenommen haben, ist, ein Angebot zu machen für Pionierinnen und Pioniere, die in der Landwirtschaft, aber auch in allen anderen Branchen eine spannende Idee haben und sagen, da will ich über ein neues Geschäftsmodell, eine neue Technologie, ein Umweltproblem mit angehen. Und da haben wir die entsprechenden Fördermöglichkeiten für. Sie haben ja heute gesehen, unser Start-up-Programm bietet da ein sehr spezielles Umfeld für Start-ups. Aber wir haben auch in unserer regulären Projektförderung für KMUs, aber auch für Akteure aus der Wissenschaft oder aus der Zivilgesellschaft da einfach eine Fördermöglichkeit. Der Punkt für uns ist, wir suchen nach den Projekten, die über das einzelne Unternehmen hinaus eine Ausstrahlung geben, die also sagen wir, einen hohen Innovationsgrad, aber auch eine Nachahmbarkeit haben und die das Potenzial haben, eine Bewegung in eine Branche zu bringen an einem bestimmten Punkt. Und wie gesagt, wir haben heute mal einfach ein paar Beispiele mitgebracht. Da gibt es noch mehr, auch quer durch die unterschiedlichen Branchen. Also insofern, das ist der Punkt, den wir als Stiftung machen können. Die spannende Frage ist natürlich, sind wir als Gesellschaft oder in den einzelnen Märkten dann auch aufnahmebereit genug? Das ist eine spannende Frage an die Politik auch. Gerade im Landwirtschaftsbereich ist natürlich genau die Frage, die gerade irgendwie im Chat aufkommt. Irgendwie sind wir eigentlich im Moment in der Lage, die Kosten so zu internalisieren, dass da auch so eine Innovation sich betriebswirtschaftlich auch heute schon rechnet, weil Herr Petow hat ja recht, die Frage der Wirtschaftlichkeit ist Teil der Nachhaltigkeit. Aber wir haben natürlich schon auch ein Problem, dass wir zum Teil den Zeitverzug haben. Weil natürlich wäre es für den Landwirt hochlukrativ, heute schon den Klimaschutz zu machen, der verhindert, dass er die Dürreauswirkungen auf dem Acker hat. Nur sagen wir, die Auswirkung kommt ja kollektiv irgendwie hinten raus. Und nur wenn ich auf dem eigenen Betrieb vorne bin, heißt es ja nicht, dass irgendwie meine Schläge vom Klimawandel ausgenommen sind, wenn wir es gesamtgesellschaftlich nicht hinbekommen. Und genau diese Frage, wie kriege ich eigentlich diese kollektive Fragestellung und den Zeitverzug eigentlich quasi ins Fördersystem und in die Wirtschaftlichkeit eingefügt, das ist, glaube ich, die große Herausforderung, vor der Politik und die Branche eigentlich im Moment gerade stehen, ist allerdings jetzt nicht das Metier, in dem wir als Stiftung da der Vorreiter sind. Herr Petow, einerseits haben wir jetzt bereits viele Beispiele gehört, wo Digitalisierung in der Landwirtschaft auch schon weit verbreitet ist. Aber sehen Sie da noch Bereiche, in denen die Digitalisierung bislang noch zu kurz kommt? Oder sehen Sie da Bereiche, in denen diese Technik noch weiter an Relevanz gewinnen wird? Die Technologie wird da an Relevanz gewinnen, wo sie den Akteuren und Unternehmern Vorteile bringt. Das kann man relativ schlecht irgendwie verordnen oder auch analysieren. Der Bedarf entsteht ja dadurch, dass wir Rahmenbedingungen haben, die uns bestimmte Defizite aufzeigen. Ich bin da ganz bei Herrn Bonde, dass wir haben eben im Bereich Nachhaltigkeit, insbesondere im Bereich ökologische Nachhaltigkeit, das ist uns in den letzten Jahren ja erst richtig bewusst geworden, haben wir Defizite und Herausforderungen. Und wenn Sie so wollen, sind das Märkte. Also wir haben einen Markt für ökologisch verträgliche Verfahren in der Landwirtschaft. Und wenn sich Märkte auftun, dann machen sich Unternehmer auf, diese Märkte zu bedienen. Und dafür müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen. Und dann entwickeln sich die dafür passenden und effizienten und effektiven Verfahren. Und ob das nun digitale sind oder vielleicht ganz andere, das lässt sich, glaube ich, nur ausgesprochen schlecht ex ante sagen. Denn das ist ein dynamischer Prozess und da
Da müssen wir uns darauf beschränken, so als Organisation und als Politik, den Rahmen so zu setzen, dass die Kräfte in die richtige Richtung wirken. Was dann daraus entsteht, das lässt sich schwierig prognostizieren. Und ich glaube tatsächlich, dass wir eine ganze Menge Potenzial haben im Bereich, also Tierhaltung, Tierbeobachtung, Tierwohl, Tiergesundheit. Frau Professor Hessel weiß, wovon ich spreche. Das sind nämlich Bereiche, wo wir ja bisher noch nicht so sehr darauf fokussiert sind. Ich hatte ein Verfahren vorgestellt, digitale Tierbeobachtung anhand von Bildbearbeitung. Da gibt es noch viel, viel mehr, was man machen könnte, womit wir viele Defizite im Bereich Tierwohl abstellen können. Ein zweiter Bereich, wo ich glaube, dass wir großes Potenzial haben, ist Biodiversitätsmonitoring. Wir haben bei der Entwicklung mit der DBU zusammen unseres Nachhaltigkeitsstandards festgestellt, es gibt ganz, ganz wenig Möglichkeiten, die Entwicklung von Artenvielfalt zu messen in der Fläche und dann auch flächenscharf. Wir haben eigentlich nur einen einzigen Indikator, der in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie dafür steht. Und der Vogelindex, der ja ehrenamtlich erfasst wird. Wir bräuchten für so eine Sache wie einen wirksamen Insektenschutz, bräuchten wir ein viel kleinteiligeres, viel höher aufgelöstes Verfahren, um die Auswirkungen zum Beispiel von unterschiedlichen Bewirtschaftungsverfahren beurteilen zu können. Da ist großes Potenzial für digitale Verfahren. Und da tut sich auch einiges, aber das könnte tatsächlich noch schneller gehen. Und was antworten Sie den Kritikern der digitalen Technik, wenn es zum Beispiel darum geht, dass behauptet wird, eine zunehmende Technisierung führt eher zur Entfremdung von Mensch und Tier? Also ich stelle mal die These auf, in den seltensten Fällen gibt es einen Konflikt zwischen tradiertem Wissen und persönlichem Kontakt zu dem Verfahren und digitalen Hilfsmitteln. Das ist eher eine Ergänzung. Es ist doch für mich als Tierhalter viel schöner, wenn ich weiß, da ist eine Technik, die mich dabei unterstützt, die Tiere zu beobachten. Natürlich muss ich das immer wieder eichen, aber ich fühle mich doch viel besser, wenn ich weiß, es hilft mir eine Technologie dabei, auf die Tiere aufzupassen. Ich meine, ein Babyfon ist ja auch nichts anderes. Das erzeugt auch jedenfalls bei uns immer ein ganz gutes Gefühl. Insofern sehe ich diese Kritik eigentlich eher gelassen. Also würden Sie sagen, Digitalisierung führt nicht zu einem Wissensverlust oder? Das glaube ich nicht. Nein. Okay. Frau Professor Hessel, was sagen Sie dazu, wenn das aufkommt, der Punkt, dass Digitalisierung auch Agrarstrukturen befördert, die nicht nachhaltig sind? Wie wird verhindert, dass die Digitalisierung in die falsche Richtung geht? Naja, erstmal muss man ja mal umgedreht fragen, wo wären wir heute, wenn wir nicht Digitalisierung hätten in der Landwirtschaft, ne? Also das muss man ja auch mal sehen. Das ist ja nicht so, dass wir die Technik erst jetzt ganz neu haben. Die haben wir seit 30 Jahren in der Landwirtschaft. Und selber ist die Digitalisierung ja auch nur eine Technik. Wir haben Ziele, wir stehen in der Landwirtschaft ständig vor neuen Herausforderungen, vielleicht vor 30, 20 Jahren vor anderen als heute. Und dann können wir uns immer überlegen, wie können wir diese Herausforderungen managen? Wie können wir denen entgegenstehen? Und dann überlegt man sich natürlich auch, kann die Digitalisierung dabei helfen? Es ist nicht immer die Digitalisierung, aber es kann oft die Digitalisierung dabei helfen. Und so hat tatsächlich die Digitalisierung ja nun allein schon mit der Spurführung, also die autonome Steuerung der Landmaschinen auf dem Acker, dazu beigetragen, dass ich weniger Überlappung zum Beispiel habe. Und wenn ich weniger Überlappung habe mit meinem Schlepper, dass ich wirklich Anschlussfahren habe, dann spare ich Kraftstoff ein, CO2, ich bespare Betriebsmittel ein, etc. Da hat natürlich der Landwirt ökonomisch was von, aber die Umwelt hat auch was davon. Wenn Sie von Nachhaltigkeit reden, ist eben alles drei wieder gefragt. Also die Digitalisierung kann immer einen großen Beitrag dazu beitragen, nachhaltiger zu wirtschaften. Man muss es immer abwägen. Digitalisierung ist kein Allheilmittel, aber ist in vielen Sachen, bietet halt sehr, sehr große Chancen. Und das ist eben auch der Grund, weswegen wir diese Experimentierfelder etabliert haben in Deutschland. Diese 14 Experimentierfelder, die in ganz Deutschland verteilt sind, wo wir Kleinstbetriebe dabei haben, wo wir Experimentierfelder mit Großbetrieben haben, wo wir Sonderkulturen dabei haben, Tierhaltung, Schwein, Milchviehhaltung dabei haben. Also es ist wirklich über die Fläche verteilt in allen Bereichen und tatsächlich zu gucken, wo bringt die Digitalisierung wirklich was?
wie kann ich das tatsächlich auch fassen und werten, ne? Und wo stehen wir eben noch vor Herausforderungen, müssen da Lösungen machen. Wir haben zum Beispiel auch ein Experimentierfelder, die sich hauptsächlich mit 5G befassen. Das ist in Sachsen. Also wir haben ja jetzt überhaupt in der Gesellschaft die Diskussion mit 5G, Vor- und Nachteile. Es ist ja auch nicht von allen positiv gesehen. Und auch da bewerten wir tatsächlich, wie viel Netz brauchen wir auf der Fläche? Brauche ich 5G auf der Fläche? Für welche Anwendung brauche ich das? Etc. Wir müssen ja nach vorne gucken. Dann gebe ich einmal diese Frage an den Herrn Bonde. Sie haben selbst gesagt in der Einleitung, Digitalisierung muss grüner werden. Wie kann die DBU dabei helfen, dass tatsächlich die Digitalisierung in die richtige Richtung geht und dass es grün bleibt oder wird? Ja, unser Impuls ist natürlich zu schauen, wo sind die Akteurinnen und Akteure, die mit Digitalisierungstechnologie genau auf die Märkte gehen, die Herr Petow angesprochen hat, nämlich genau, sagen wir, da ansetzen mit Produkten, Dienstleistungen, Geschäftsmodellen, wo wir Problematiken haben, wo die Digitalisierung helfen kann. Das ist der eine Strang. Und der andere Strang ist natürlich, dass wir auch mit vielen Akteurinnen und Akteuren unterwegs sind, da anzusetzen, wo es um den Fußabdruck der Digitalisierung selber geht. Also die Frage, welchen Ressourceneinsatz hat eigentlich die Infrastruktur, die hinter Datenverarbeitung steht, welchen Energieeinsatz haben wir in den ganzen IT-Technologien. Und das sind natürlich Fragestellungen, die uns auch beschäftigen. Also wenn Sie sich angucken, der Ressourcenverbrauch der Digitalisierung ist natürlich massiv und es ist nicht die einzelne Anwendung, sondern das ist ja die gesamte Infrastruktur dahinter. Und natürlich gibt es auch da große Fragestellungen, an die man ran muss. Also uns beschäftigen da neben den klassischen Energieeffizienzfragen auch sehr stark Fragen von Kreislaufführung von Rohstoffen. Ganz spannende Frage in dem Zusammenhang, weil natürlich über Miniaturisierung und auch eine ständige zunehmende Vielfalt von einzelnen Elementen, die verwertet werden, sich da ganz neue Aufgaben aufmachen. Und insofern für die ganze Frage Kreislaufwirtschaft, Kreislaufführung von Ressourcen, die Digitalisierung unheimlich spannende Perspektiven macht, aber natürlich auch neue Fragen aufmacht. Und damit beschäftigen wir uns, beziehungsweise beschäftigen sich viele Partnerinnen und Partner von uns auch in Projekten, weshalb Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft für uns auch zwei ganz entscheidende Ansatzpunkte sind, um Nachhaltigkeit in unterschiedlichsten Branchen voranzubringen, aber eben auch die Nachhaltigkeit der Digitalisierung selber technisch unterlegen zu können. Frau Bellingrath-Kimura, wo sehen Sie denn noch Umweltprobleme oder wo kann die Digitalisierung konkret zur Behebung aktueller Umweltprobleme weiter beitragen? Ja, auch in den bisherigen Diskussionen wurde ja immer häufiger darauf hingewiesen, dass es notwendig ist, die Aktivitäten in Wert zu setzen. Man kann nur Sachen in Wert setzen, die man erkennen kann und die man auch behandeln kann. Und da sehe ich eigentlich eine große Chance oder auch eine Notwendigkeit der digitalen Technologien, zum Beispiel Nachhaltigkeitskriterien oder auch Biodiversitätsaspekte, Indikatorenspezies oder auch Naturschutzaspekte erstmal zu erkennen, wo ist Handlungsbedarf und dann auch Maßnahmen zu vereinfachen, die das dann auch ermöglichen, die dann eben nicht noch eine Woche Zusatzarbeit bedeuten, sondern die nebenbei machbar sind und die Leistungen dann zum Schluss auch einen Zusatzwert erhalten. Das ist zum Beispiel Anreize sind nicht nur Preis, kann auch sein, dass es dann eben einfach machbar ist, nicht die Ökonomie eben den Preis stört oder den Ertrag stört oder auch allein die Anerkennung, dass dann mehr Bienen sind, ein Blühstreifen ist, der funktioniert, von der Gesellschaft mehr Anerkennung da ist, sowas wäre auch ein Anreiz und das müsste man eben auch sichtbar machen, was die Landwirtschaft leisten kann. Und dazu sind eben Digitalisierung, hat Frau Hessel gut gesagt, es ist wirklich eine ganz große Bandbreite, wo dann eigentlich auch schon viel da ist und was man auch gut davon mehrere Aspekte benutzen kann, die schon da sind und die auch jetzt noch mehr in Entwicklung sein können. Und da sehe ich eigentlich große Chancen, dass man sie eben dafür einsetzt, die Ziele, die Nachhaltigkeitsziele dadurch zu fördern. Das Ziel muss erst dastehen, die Technologie ist eher neutral, wie man sie einsetzt, ist eher anwendungsabhängig. Vielen Dank.
Dann würde ich einmal zum Abschluss der Diskussionsrunde eine Frage jeweils an die Referenten geben. Und zwar, wenn Sie den Blick in die Kristallkugel wagen, wo sehen Sie die Landwirtschaft in 30 Jahren und welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung? Herr Peto, wenn Sie einmal beginnen würden. Ja, Kristallkugel, beliebt. Also, ich glaube, eine Landwirtschaft wird sich weiter am technischen Fortschritt entlang entwickeln. Das wird auch in 30 Jahren nicht anders sein. Die Frage ist, ob dieser technische Fortschritt dieselbe Orientierung hat wie heute, nämlich vorwiegend über Skalierung und vorwiegend über ökonomische Stellgrößen funktioniert oder eben insgesamt über Nachhaltigkeit. Und ich bin guten Mutes, dass wir in 30 Jahren mit der Entwicklung einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft so weit gekommen sind, dass sich diese Frage gar nicht mehr stellt, sondern dass wir eine volle Transparenz haben auf den landwirtschaftlichen Betrieben, so wie wir heute über die Buchführung eine Transparenz über die ökonomischen Tatbestände haben, haben wir in 30 Jahren eine Transparenz über digitale Verfahren, über die gesamte Nachhaltigkeit eines landwirtschaftlichen Unternehmens. Und diese Transparenz ist dann auch öffentlich. Das wird einfach eingefordert werden in Zukunft und es wird uns als Landwirte nicht mehr stören, dass das, was wir tun, öffentlich ist, sondern wir werden das als Chance begreifen. Das wird einfließen auch in Markt, also in Produkte, in regionale Vermarktungsaktivitäten. Auch da ist Transparenz in Zukunft ja extrem gefördert. Und ich denke, wir werden über digitale Verfahren vieles, was wir heute chemisch machen, ersetzt haben. Sei es durch digitale Verbesserung der gesamten Anbausysteme oder durch digital gestützte, ganz spezifische Schädlingsbekämpfungsverfahren, sodass sich dieser Teil der Diskussion erledigt haben wird. Und wir werden auf der anderen Seite über digitale Verfahren den gesamten Bereich der Pflanzenernährung so weit im Griff haben, dass wir die Nährstoffverluste aus dem System im Sinne der Kreislaufwirtschaft auch minimiert haben. Das ist meine Vision, da glaube ich ganz, ganz fest dran. Schön, dann hoffe ich, dass es in Erfüllung geht. Frau Professor Dr. Hessel, was ist Ihre Vision für die Landwirtschaft in 30 Jahren? Ja, wenn ich mal in die Kristallkugel gucken könnte, dann würde ich vielleicht auch was anderes machen, wenn ich das wüsste. Aber ich glaube auch, dass wir den Fokus auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit legen, dass wir die Ökologie deutlich weiter in den Blick nehmen können. Und da spielt halt die Digitalisierung eine große Rolle, weil mit Hilfe der Digitalisierung kann ich das Einzeltier und die Einzelpflanze zukünftig im Blick nehmen. Ich brauche also nicht über die Skalierung die große Fläche leicht zu behandeln oder alle Tiere in einer Gruppe gleich zu behandeln, sondern ich kann wirklich bis aufs Einzeltier, bis auf die Einzelpflanze runtergehen und wirklich bedarfsgerecht meine Betriebsmittel einsetzen oder das Tier behandeln, füttern etc. Und ich glaube, da werden sich die Agrarsysteme tatsächlich ändern. Wir werden eine Transformation der Agrarsysteme erwarten in den nächsten 30 Jahren. Frau Professor Bellingrath-Kimura, was glauben Sie, wird in der Landwirtschaft passiert sein in 30 Jahren? Ja, ich kann es auch nicht voraussagen, aber ich habe eine Vision, dass die Agrarsysteme in der Zukunft diversifizierter sein können, noch mehr als jetzt, dass es nicht nur große Betriebe oder kleine Betriebe oder nicht nur große Felder gibt oder nicht nur kleine. Es ist eine Diversifizierung wird möglich sein, dass eben produktive Flächen auch intensiv genutzt werden können, die nachhaltig sein können, die aber dann eben anfälliger sind, naturschutzmäßig sehr wertvoll sind, dann auch kleinere Bewirtschaftungsmöglichkeiten gibt durch zum Beispiel Roboter oder auch kleinere autonome Maschinen, Traktoren, brauchen nicht nur klein sein, es können auch autonome Maschinen sein, eben eine diversifiziertere Nutzung als jetzt möglich wird anhand der Digitalisierung. Ich glaube auch, dass wir darum nicht rumkommen. Es wird ein großer Bestandteil bleiben und auch noch stärker sein. Herr Bonde, was glauben Sie, wird in der Landwirtschaft passiert sein in 30 Jahren und was hat die Digitalisierung damit zu tun? Also, sagen wir mal, wenn wir es in den nächsten 10 Jahren nicht hinbekommen, die Wende im Klimaschutz hinzukriegen,
dann will ich mir nicht vorstellen, in welchem Zustand die Landwirtschaft in 30 Jahren ist, ganz offen gesagt, weil wir alle wissen, die drei Dürresommer jetzt waren ja nur ein Vorbote zu dem, was alles kommt, wenn wir die Gemeinschaftsleistung Klimaschutz jetzt nicht beherzt angehen und hinkriegen. Wenn wir das hinbekommen, wo steht die Landwirtschaft in 30 Jahren dann? Dann ist sie irgendwie weiter auf dem Feld, aber sie ist dann besser vernetzt, aber nicht nur ökonomisch, sondern eben auch in der Natur. Das heißt, die Felder sind genauso produktiv, aber sind auch wieder Heimat für die ganzen vielen Pflanzen- und Tierarten, die wir brauchen, um neben dem Klimaschutz die zweite ökologische Krise zu bewältigen, nämlich den Verlust der Artenvielfalt zu stoppen. Also ich glaube, wenn wir den Klimaschutz hinkriegen, dann haben wir eine Landwirtschaft vor uns, die wird vernetzter, aber sie wird auch bunter und sie schließt den Nachhaltigkeitskreis. Vielen Dank dafür. Wir haben gehört, also oder ein, was wir mitnehmen aus den Visionen und aus diesem Gespräch, ist, dass ob bei der Verbesserung der Biodiversität, der Bodengesundheit oder beim Klimaschutz, dass digitale Lösungen tatsächlich ein großes Potenzial für die Gestaltung einer nachhaltigen Landwirtschaft bietet und birgt. Und wir haben erfahren, welche Anwendungen es bereits gibt, wie sie der Umwelt helfen und wie die digitale Landwirtschaft der Zukunft aussehen könnte. Ich bedanke mich hiermit bei Ihnen für die Diskussion, für die Informationen und vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und damit übergebe ich wieder an meinen Kollegen, Herrn Jakob. Danke. Ja, vielen Dank den Beteiligten der Diskussion. Und vielen Dank vor allen Ihnen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Gästen unseres Online-Salons DBU Digital heute. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bevor ich das aber tue, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung eine Reihe eröffnet hat, in der wir in Zukunft noch zwei weitere Themen behandeln wollen. Unter der Überschrift Nachhaltigkeit und Digitalisierung wird es im März nächsten Jahres eine Doppelveranstaltung geben zum Schwerpunkt, wie schaffen wir es mit Digitalisierung, die Artenvielfalt, die Biodiversität stärker zu schützen. Und es wird im April nächsten Jahres eine Veranstaltung geben zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Wie können wir im Unternehmen, wie können wir in der Mittelstand durch Digitalisierung ressourcen- und energieeffizienter werden? Darauf werden wir Sie gerne auch hinweisen, wenn wir soweit sind und die Veranstaltung angekündigt haben. Das dauert noch ein wenig, aber ich denke, das wird noch eine spannende Reihe. Ich bedanke mich bis hierher und möchte Sie auch noch mal auf unsere künftigen Veranstaltungen hinweisen, die in Kürze stattfinden. Das ist, ja, Dankeschön, auch noch mal hier dargestellt. Und zwar sind wir schon wieder unterwegs mit unserer Reihe DBU Digital Online Salon. In der nächsten Woche, am 19. November, gibt es ein Talkgespräch mit Luisa Neubauer und Herrn Bonde um 18 bis 19 Uhr. Und in der Woche drauf auch ein spannendes Thema für die Zukunft unserer Wälder, aktuelle Lage, Strategien und Perspektiven am 23. November um 16 Uhr. Ich lade Sie herzlich ein, dabei zu sein. Melden Sie sich an und ich freue mich auf die weiteren Veranstaltungen und den Austausch mit Ihnen. Erstmal einen schönen Abend und vielen Dank fürs Dabeisein. Auf Wiedersehen.